Willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Rocket Beans Let's Play Channel. Und zwar Early Access, Tops und Flops. Wir wollen euch jeden Monat im besten Fall einen kleinen Ratgeber mitgeben, was denn in der ganzen Erscheinungswüste der vielen Early Access Titel jeden Monat auf Steam ihren Weg zu euch oder zu uns finden. Ein bisschen Empfehlungen und Tipps zu geben, was davon was taugt und was vielleicht auch nicht. Bleibt jetzt dabei, um das herauszufinden. Hallo, und damit begrüße ich auch meine beiden wunderbaren Gäste, Colin und Janina. Hallo, ihr zwei, wie geht's euch? Hi. Noch gut. Ein weiteres Mal habe ich das Gefühl, während du den Cold Opener sprichst, wird ja eine Fallhöhe aufgebaut. Und nicht nur ich, sondern auch die ZuschauerInnen da draußen werden sich wahrscheinlich fragen, Steam, PC, Early Access, was macht denn der Gäbel hier? Echt? Das fragt sich, glaube ich, keiner. Doch. Weil natürlich jeder weiß, dass du in ganz vielen Genres Expertise mitbringen kannst. Und dafür sitzt du hier. Du willst mich doch nur wieder irgendwie vorführen. Weil niemand hat Zeit außer dir, okay? Ja, das ist die Wahrheit. Das ist meine ehrliche Antwort. Braucht's Janina, um hier ein bisschen Wahrheit ins Studio zu bringen? Vielleicht. Aber da kann ich euch da draußen nämlich auch direkt sagen, diese Gäste, falls ihr denkt, oh, die will ich hier gar nicht mehr sehen, gar kein Problem. Nächste Folge sind das wahrscheinlich andere, denn es haben nicht immer alle Zeit, wie ihr gerade raushört. Aber wir wollen hier auch natürlich eine Vielfalt reinbringen. Jeder hat natürlich verschiedene Genres und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem PC-Strategie-Ding sagst, boah, das finde ich aber ganz mies, dann finden vielleicht andere PCler, können bewerten. Ich finde das aber ganz geil, weil ich mag ja, weiß ja, der Gäbel, der liebt Jump'n'Runs, wo man irgendwie immer ja, in einen kleinen Item-Shop was versuch's mir ruhig zu verkaufen. Also nein, alles gut. Ich habe ja Lust dazu, auch mal in eine Welt einzutauchen, in der ich sonst selten schwimme. Offenheit. Ne? Um mal Sachen kennenzulernen. Sagen, also ich bin voll gerne hier. Ich freue mich total, in der Sendung zu sein. Tatsächlich, ich bin super gut gelaunt und ich freue mich auch einfach auf, was hier gleich kommen mag. Meine Güte, hast du denn nichts gelernt? Also diese, nein, ich finde es auch cool. Ich finde es ja, weil Early Access ist ja irgendwie so ein Ding, ne? Also ist ja wirklich ein Ding im Sinne von, hau einfach mal raus, solange Early Access draufsteht, hast du alle Chancen, es hochzuhypen oder ja, sang- und klanglos wieder wegzuschicken. Insofern freue ich mich über potenzielle Empfehlungen. Ja, und interessant ist halt wirklich, heutzutage leben wir in Zeiten, wo wirklich jeder mit Dingen wie der Unreal Engine und so die Möglichkeit hat, relativ schnell sich Assets einzukaufen. Du brauchst keine riesen Teams mehr, die das produzieren. Also hat dadurch aber auch die Fülle an neuen Titeln, die im Early Access veröffentlicht werden, zugenommen. Und da ist natürlich die Gurkenquote recht hoch. Aber man muss sagen, die letzten Jahre oder mittlerweile gibt es dieses Modell seit fast 10 Jahren, haben auch gezeigt, dass ganz, ganz tolle Titel, wenn man denen nur genügend Zeit und Geld gibt, sich zu unfassbar guten Spielen entwickeln können, die sich vielleicht sonst nicht entwickeln könnten. Bei Steam gibt es auch eine extra Page mittlerweile, die quasi, die kann man mal ganz kurz zeigen, die die Titel chronologisch aufführt, die rausgekommen sind. Und wir gucken uns heute Titel des Januars an. Natürlich haben wir in diesem Let's Play-Format keine Zeit, alle, wie viel waren das, 40 Titel, die erschienen sind, anzuzocken. Deswegen habe ich eine kleine Vorauswahl getroffen. Das ist super. Darf ich ganz kurz was natürlich sagen? Liebe Leute, kleine Guckempfehlung. Spult das Video jetzt ungefähr mal 1,5 Minuten zurück. Da lacht Janina. Und ich bin überzeugt davon, dass es irgendwas im Dunstkreis von, wie hast du es gesagt, Gurkentitel? Irgendwas mit Gurkenquote. Gurkenquote. Ah. Es hat irgendwas mit Gurkenquote. Da hat sie gelacht. Und dann könnt ihr dann noch mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ich weiß nicht, warum sie gelacht hat. Oh, aber ich glaube, selber ich, auch ich habe mit ihr Let's Plays gemacht. Wir wissen beide. wir wissen beide, wann du lachst. Also, ihr kennt euch ja schon. Ja, genau. Ich freue mich, dass hier gute Stimmung herrscht. Du hast die falschen zwei eingeladen. Ja, auf jeden diese Fall. Synergie funktioniert nicht. Ja, es ist willst seriösen Qualitätsjournalismus und den bekommst du. Aber Janina, ist auch schön, dass du da bist. Ich weiß so, nicht, also jetzt ist natürlich die Fallhöhe umso höher, weil das hier habe ich mir wiederum auch nicht davon versprochen. Ich habe natürlich einige Spiele angezockt und kann natürlich aus meiner journalistischen Sicht schon mal sagen, was wir hier erst uns gar nicht anschauen brauchen und was man sich vielleicht mal angucken sollte. Und mich auf 3 Titel beschränkt. Und ihr beide, ich werde heute gar nichts zocken, ihr beide habt die Möglichkeit, selber euch 25 Minuten ein Bild davon zu machen. Und dann werden wir hier keine 5-Sterne-Wertung oder irgendwie sowas Hochkomplexes vergeben, sondern man kann einen Daumen nach oben, nach unten oder so einen in die Mitte geben. Und was das bedeutet, ist im Prinzip, der Daumen nach oben zeigt von euch, ob ihr das weiterzocken würdet, auch in eurer Freizeit vielleicht. Und das ist, glaube ich, schon genug der Empfehlung, wenn ein Titel, der noch ganz früh in seinem Stadium ist, das schon als Stempel bekommt, würde ich sagen, ist das schon eine Art kleines Gütesiegel. Verlieren wir gar keine Zeit. Gibt's auch so einen Daumen und so einen Schrägdaumen? Oder gibt's nur die 3? Es gibt nur 3. Oh.
Also wenn du dich gar nicht entscheiden kannst, müssen wir dann mit der Grafik telefonieren. Vielleicht kriegen wir noch einen Schreckdaumen hin. Aber eigentlich derailt das komplette Format. Mhm. Also lassen wir das sein. Okay, cool. Da hatten wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, geht's jetzt hier los mit Spiel Nummer 1. So, starten wir mal das Spiel Showrunner. Ich kann euch kurz ein paar Worte dazu sagen. Mhm. Und zwar ist es so ein kleiner Management-Tycoon, würde ich es mal nennen. Sehr ähnlich das Spiel Game Dev Tycoons, in das ich ungelogen 60 Stunden reingezockt habe. Oh. Ein ähnlich kleines Spiel. Eigentlich genau dasselbe, nur da hat man halt Spiele gebaut. Hier müsst ihr TV-Shows entwickeln. Mhm. Ihr startet aber als kleines No-Name-Studio. Beziehungsweise, was heißt No-Name? Du darfst dich jetzt natürlich benennen und dir ein kleines Logo designen. Du hast ab jetzt 25 Minuten Zeit, dir einen kleinen Eindruck über dieses Spiel zu verschaffen. Mhm. Und bei Fragen kannst du auf mich zukommen. Ich habe so weit reingezockt, dass ich die meisten Mechanics gesehen habe und dir im besten Fall das beantworten kann. Ich interessante Wahl. Unten rechts ist die Datumsanzeige. Sie hat immerhin jetzt schon 4 Tage des Monats damit verbracht. Oh, Pause, immer ein guter Tipp bei so Spielen, genau. Den Namen des Studios einzutippen. Ey, also muss man sich gut überlegen. Muss man sich auch gut überlegen. Die Effizienzbewertung im Feedbackgespräch wird nicht gut, du. Ja, ich meine, so ein Name wie Janina Binstivi, der fällt halt lieber Mimmel, ne? Da muss man lange drüber brainstormen. Soll ich kreativ bin. Nicht gut. Das bin ich gespannt. Das sehe ich. Ach komm. Das hier kommt. Great, let's fuck. Das sieht gar nicht generisch aus. Ich glaube auch. Krieg ich jetzt schon Hate? Ich habe noch nicht mal was gemacht. Der hat noch nicht eine Produktion an den Mann, an die Frau gebracht. Nee, das ist. Okay. Geht mir auch ein bisschen zu schleppen. Create Show, jetzt bin ich ja schon. Ich bin sau unter Druck irgendwie, als ob es hier so richtig um was geht. Überhaupt nicht die Uhr pausiert im Spiel. Sci-Fi. Aber gibt's denn da nicht Gaming? Crime Superhero Pause. Nee, da sind die noch nicht. Das ist noch 2021. Da waren die Gaming-TV-Sendungen noch nicht so gut. Ja. Aber genau, du solltest dir vielleicht, bevor du den Titel überlegst, das Genre oder Theme halt überlegen. Faul wird Janina. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Genre das ist. Sport? Ach, guck mal, das geht. Ah, nee, du magst doch gar kein Sci-Fi, ne? Nee, ich Dann musst du es Fantasy Sci-Fi nehmen. Oh, was lass ich mir denn da einfallen? Aber das ist auf jeden Fall Fantasy. Ja, fand ich auch. Eigentlich sollte es hier um Early Access Ratgeber gehen, aber ich finde es viel lustiger, dass man einfach immer die Person so ein bisschen priet, die hier spielt. Toll, also, nicht, dass wir das erste Mal bei Rocket. Ich finde das auch total super. Also nochmal, das Spiel heißt Showrunner. Ja. Das Studio heißt Janina Beans TV. Die Sendung heißt Janina Fantasy 16. Ich bin gespannt, wer das hostet. Oh, stimmt. Wer sollte das wohl sein? Du! Adventure. Fantasy Adventure. Ja. Ah, nee, Selection. Okay, ja. Okay, Digital, was muss genau, jetzt kannst du dir da auswählen, wer dein Auftraggeber sein soll. Ich kann ja nur ich selber sein. Also du verkaufst ja deine Folgen, die produziert wurden, an Sender oder Network halt. Ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Doch, du kannst da switchen. Ei, okay, das ist ja saukomplex. Das ist recht unintuitiv, das ist mit Pfeilen gelöst. Aber da unten siehst du auch, was du für die ganze Season bekommen würdest. Und es macht natürlich Sinn, einen hohen Betrag zu wählen. Bloom zahlt gut. Oh ja, und Streamwatch auch. Rune, ja. Wir gehen entweder natürlich auf Rune. Scheiße. Ist das, welche Relevanz hat das jetzt schon zu sagen, kann man das wirklich rein nach Kohle jetzt entscheiden? Ich meine, ich will nicht komplexe Fragen fürs Endgame stellen. Klar. Nee, also ich habe aber beim ersten Mal das auch nach Kohle direkt entschieden und keine negativen Auswirkungen gemerkt. Ich glaube, das liegt aber vor allem am Anfang, weil man macht erstmal schlechte Shows. Man ist ja noch gar nicht. Was soll denn das heißen? Da bin ich gespannt. Also. So, du musst es auch nicht alles lesen, weil ich kann dir das auch ein bisschen abkürzen. Du musst erstmal da unten links auf den Staff-Button und du brauchst Leute. Und als erstes musst du Drehbuchautoren einstellen. Du bist auf dem richtigen Tab, das sind die Writer. Ja, ja. Und da unten kannst du Staff Search machen. Das ist voll, sorry, aber es ist hammer unintuitiv. Ich wäre jetzt so direkt hier irgendwie. Okay. Das muss ich auch sagen. Ich bin auch immer erstmal auf die falschen Felder gegangen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also ich finde das auch nicht perfekt. Die würde ich gerne alle umbenennen. Nevey Morales ist aber nicht besonders gut, ne? Genau, du kriegst jetzt am Anfang, weil du bist ja noch kein guter Arbeitgeber oder keine gute Arbeitgeberin, du kriegst noch nicht so tolle Mitarbeiter. Oh, aber du machst einen Fantasy-Epos, ne? Also das ist vielleicht Imagination super wichtig, ne? Breezy Person. Das ist die Personality von denen. Geil. Ja, was die zum Beispiel für einen Einfluss hat, habe ich noch nicht herausfinden können. Ich würde behaupten, keinen so wirklich. Aber also es kann auch sein, dass es einfach Early Access ist und noch geplant, dass das eine größere Auswirkung haben soll. Aber die Werte darunter spielen schon eine größere Rolle. Allerdings kann ich euch trotzdem verraten, für die erste Show ist es erstmal relativ egal. Weil, wie gesagt, das wird eh so ein Kabel 1
Nachtding. Okay. Wobei in dem Moment, das war ein schlechtes Beispiel, da gibt's super tolle Klassiker. Nee, was ist denn? Also das, was die früher mal gemacht haben, meinst du, und heute nicht mehr? Genau. Tele 5 Nachmittag, das ist doch vielleicht ein bisschen trashig, so, oder? Brauche ich noch jemanden außer einem Writer? Wen hast du das eingestellt? Annabelle King? Nee, Cecily Evans. Weil ja, die soll gut sein. Die hat zwei, die eine der einzigen war, die Imagination statt Very Weak hatte. Für Fantasy. Und die hat 1000 Fame. Also sie schreibt keine besonders guten Dialoge. Sie hat ja sogar Fame. Ja, klar. Stimmt, jetzt brauchst du noch, du musst jetzt natürlich darauf achten, da spricht der Colin was an, dass du jetzt noch einen zweiten Autor oder eine Autorin einstellst, die das andere ein bisschen ausgleichen, damit wir von allem was haben. Ja, also Dialog und Dynamik brauchen wir. Du bist ja perfekt, Queen. Queen Rivera. Queen, let's go. Hammer. Bist du nicht gut. Ganz fame genug? Das ist okay. Ja, aber dann kann aber ja... Aber die ist billig. Also billiger, aber... Oh, stimmt. Okay, dann... Genau. Noch wen? Nee. Lass mich allein. Quasi. Damit hast du den Schritt erstmal... Wild. Okay. Ah, der Fire-Button unten rechts ist rot. Der gefällt dir, oder was? Nee, man muss sich nur alle Optionen offen halten im Leben. Ja, Nina. So, jetzt musst du Charakter kreieren. Und auch da unten ist jetzt ein neuer Button aufgetaucht. Und da kannst du direkt aus meinem Fehler lernen, denn kreiere mal, genau, geh auf Create. Und da kannst du einen Main-Character machen für deine neue TV-Show. Und du musst unbedingt noch einen Support-Character machen, weil sonst spielt nur eine Person in deiner Sendung mit. Das hatte ich nämlich blöderweise. Ja, deswegen. Aber mach erst mal. Natürlich, also du willst jetzt einen Villain, du willst jetzt einen Bösewicht nehmen, ganz bewusst. Als Main-Character, ne? Da oben gibt's Main und Support. Ja, wir machen so ein bisschen so Fable-Ding, aber auch direkt böse auch. Okay. Aber du bist jetzt cool, ne? Du bist jetzt einen charismatischen, smarten, der zwar böse ist, gerissen, aber auch sehr emotional zum Beispiel. So, ne? Damit auf jeden Fall, die Audience muss relaten, wie man so schön sagt, im Showrunner. Absolut, da geht's hier drum. Er ist ein Bösewicht, aber ich würde ihn sofort heiraten. Ich kann keinen Underdog nehmen. Grad. Das ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt so einen Villain als Main-Character hab, ne? Und was wäre dann ein cooler Support darauf? Ich glaube... Hast du schon kannst du die Dings, die Attribute verschieben? Nee. Achso, das ist vorgegeben. Und auch nur die blauen. Da fände ich Fool ganz witzig, weil, so, weißt du, so einen dummen Sidekick, der immer so ein bisschen tollpatschig ist, aber auch super sympathisch. Ja. Und der Villain, der ist immer der Übercoole und will so alles sein, auf super cool machen und dann verkackt er. Will lawful sein, ist aber eher chaotic, wie wir da sehen, super emotional. Ja, stimmt. Das quirky, guck mal, das passt doch super. Ja, ich sehe schon die Comedy. Sagen, du kannst dich in irgendeiner Art und Weise damit auseinander. Dass du dich da irgendwie so drin... Ich finde, das hat überhaupt nichts mit meinen Character-Traits zu tun. 0,0. Okay. Wie verschiebe ich denn diesen Raum? Nicht mit mittlerer Maustaste? Rechte Maustaste ist, glaube ich... Ach, die Kamera. Ja, genau. Da muss ich so... Aha. Genau, aber Aber das ist schon mal eine Bar, geil. Ja, das ist offensichtlich schon ein Fantasy-Setting. Mhm. So, jetzt hast du... geh nochmal auf den Characters-Tab, bevor wir zu viel Zeit verlieren. Du musst da nämlich noch Leute casten und gehst auf Cast... Am besten erstmal deinen Main, kannst also wir starten, haben gerade ein neues Spiel gestartet. Ja. Also wir kennen ja alle die Probleme, dass manchmal Tutorials zu krass, zu viel, zu intensiv sind. Hier wirkt es so, als ob du theoretisch alles falsch machen kannst, weil du einfach nicht genau weißt, was du vielleicht noch machen musst oder solltest. Das stimmt. Das ist aber vor allem eine große Krankheit dieses Genres. Das finde ich fast alle diese Tycoon-Spiele, dass du erstmal 20 Stunden gescheitert sein musst, um dann zu checken, wie das Game eigentlich funktioniert. Okay. Ganz kurz, dann mag man das ja vielleicht. Die blauen Punkte sind, wie er sein sollte und die Kästen sind, wie er ist, ne? Dann ist er schon stark. Genau, wie nämlich dein Charakterprofil von dir geschrieben wurde. Ja, Aiden ist strong. Aber der ist viel zu gesetzestreu. Und du hast ja eigentlich einen chaotischeren Bösewicht. Ja, aber das ist das Einzige, was nicht ganz auf ihn passt, aber alle anderen. Ich sag's nur. Gute Bösewicht, aber 93% ist es 93%. Der muss doch nicht gesetzestreu sein, wenn er Schauspieler. Was ist das denn für ein Schauspieler? Nee, aber die Rolle ist Aiden Heider. Ja, gut. Hier könntest du jetzt noch wild rum. Ich sag dir, ich gebe dir jetzt bei IMDb schon 4,8. Ich mach das jetzt mal nicht, ne? Normalerweise würde ich jetzt eine Stunde. Mach randomize. Da kommt manchmal was Lustiges bei raus. Ja, das ist doch der böse Arzt. Vivian Gutierrez. Confirm. Ich wünsche mir irgendwie einen Spin-off davon. Könnt ihr bitte das Spiel, die Serie wirklich machen? So, jetzt musst du nochmal auf Characters, auch noch deinen Support-Character. Wie lange hast du gebraucht, um das zu raffen? Also habt ihr das gut erklärt? Also genau, ich habe ja die Texte tatsächlich gelesen und die sind schon recht hilfreich. Ich habe jetzt nur empfohlen, die wegzuklicken, weil ich das jetzt ja übernehmen kann, das erklären. Aber die waren tatsächlich sehr hilfreich. Die sind ja alle Die verwirrenden Sachen kommen erst gleich, also wo ich dann nicht mehr wusste, wie wirkt sich das aus, was du im Prinzip gerade meintest. Ach du Scheiße, Leute, jetzt müssen wir... Die sind alle schlecht. Die passen alle nicht so gut, ne?
Aber du, willst du eine Frau oder einen Mann? Macht das einen Unterschied? Weil der Main-Character ist ja jetzt ein Mann. Ja. Ich gehe nicht nach Geschlecht, sondern nach Skillset. Das ist ein bisschen doof. Man, man kreiert ja erst den Charakter und gibt dem ein Geschlecht mit dem Namen. Ja. Und ja, dann kann es aber sein, dass die, die zum Casting zur Auswahl stehen, einfach nicht darauf passen. Und ich hatte jetzt jedes Mal einen männlichen Hauptcharakter, der von einer Frau gespielt wurde. Also, es ist, wie es ist. So. Ja, okay. Also ich, das sind ehrlich gesagt ist für das Spiel nicht so wichtig. Okay, da, also je höher die Prozentzahl ist, das ist relevanter. Es ist wirklich ein Werte-Min-Maxen am Ende des Tages. Catherine Moore. Ne, wie heißt der jetzt? Weston? Es war Weston, ja, und er heißt Mila Reed. Gespielt von Reed. Ach so, boah, das sieht aus wie ein Fool. Also nicht, oh Gott, nicht wegen der Maske, sondern ich meine wegen dem Rest hier. Ja, verstehe. Oh Gott. Gut gesaved. Hast du jetzt abbrechen oder Dings gedrückt? Ich hoffe, confirm. Ich hoffe, confirm. Ja, ja, ist confirm. Boah, geil. Ich hatte nur kurz sorry für den... Ey, du hast zwei Superstars, hast du dir gesichert. Hammer. Oh, easy abhängen. Wo ist die Cap? Ach, die chillen jetzt, die chillen jetzt. Die chillen jetzt. Guckt euch das mal an. So kann eine Hospitality nämlich sein, wenn du da die Pause hast. Next. Ja. Aber nicht bei uns. Ich meine, sie kann, es könnte so sein. Created könnte. Oh, nee. Bei uns ist man viel zu gut. Immer im Hustle, aber da natürlich bei so einer guten TV-Show... In der Janina GmbH oder wie die hieß, da läuft's noch entspannt. Hallo, seid ihr gut drauf? Seid ihr, kann ich euch irgendwas bringen? Ey, ich sehe alle Kommentare schon, so selbstbezogen. Ja. Jetzt schon verschissen. Okay, wie mache ich eine Show? Ich bin jetzt auf Create. Hast du den jetzt Frühstückstisch dahingestellt und so, damit die gute Stimmung Ja, hat, ne? Das komplette Geld, das wir als Budget hatten, ist jetzt hier reingeflossen. Ja. Ach, damn. Dann, das heißt, wir können keine gute Folge mehr machen im Prinzip. Nö, darum geht's ja auch nicht. Ja, stimmt, das ist ja scheißegal. Hauptsache den Leuten geht's gut. Direkt mal eine schöne Patreon-Kampagne starten hier. Komm. Genau, du kannst hier noch Sachen umdesignen und so. Ja. Aber das wird erst später relevant, dafür hast du jetzt noch keine Kohle und auch noch keine Zeit. Geh mal auf Create Episode, da warst du ja schon, und wähle den Leadwriter als erstes aus und dann... Cecilie. Genau, und die zweite dann direkt auch, dann weiß das Spiel Bescheid. Und jetzt, da muss ich jetzt gestehen... Jetzt bist du wichtig, Colin. Jetzt fangen wir an, womit fängt so ein Drama an? Ich bin ja immer ein Riesenfreund von Rache, ne? Das ist ja immer so ein jetzt ganz schon. Starkes... Motiv. Genau, darum wird sich sozusagen dann auch, Rebellion auch strong. Die Season drehen, das ist damit gemeint. Und was heißt jetzt blau-grün, diese beiden Verhältnisse? Geld, glaube ich, guck mal, das haben wir hier. Genau, das sind so Sonderwährungen, die bekommt man durch verschiedene Erfolge und Aktionen im Laufe des Spiels. Man hat jetzt ein paar zum Start, deswegen spielt das jetzt noch nicht so eine super krasse Rolle, was man da wieder ausgibt. Sagst du denn zu Rebellion, die geben wie du möchtest, wenn du das Gefühl hast, das kannst du glaubwürdig inszenieren? Auf jeden Fall. Okay, das klingt krass. Ihr werdet auch in verschiedenen folgenden Episoden auch noch weitere Season-Themes hinzufügen können. Genau, du kannst jeder Episode Namen geben. Das ist was für die Kreativen unter euch vielleicht. Golden Ging nicht, ey. Ach, Rebellion, ich verstehe, ja. Mhm. Echt? Das ist ein fiktiver Charakter. Das Skript heißt so, die Folge heißt so, oder? Die Folge heißt so, genau. Ja. Ist das ein guter Folgenamen? Das weiß ich nicht. Riecht auf. Ein Pilot, den würde ich ja, auf jeden Fall. Boah, das klingt so aufregend, das muss ich gucken. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ich will nee, klar, du könntest ich auch kann einfach kreativ sein, so. Klar, du könntest ihm auch was anderes geben. Unerbittlich oder nee, die Schlacht um Sierra Madrane oder so. Ah, und jetzt fangen wir mit der Szene an. Ja, jetzt bist du dran, Colin. Okay, fangen wir mal an hier, komm. Dann mach Was wollen wir am Anfang, welche Szene haben wir am Anfang? Ja, vielleicht direkt New Arrival, ja, eigentlich, oder? Ja, ne? Sehe ich auch. Er kommt unauffällig an, keiner weiß, was los ist. Genau, da seht ihr auch so ein bisschen, da gibt es so ein paar... Es kommt direkt ein Kampf, Malay. Szene 3. Sehr klein irgendwie auch. Wo ist das? Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tastatur 6. Das hat euch jetzt 3... Scene Points gekostet. Man hat nur eine gewisse Anzahl für jede Folge zur Verfügung. Ah, wo steht das? Das habe ich auch nicht gefunden. Was ist denn mit der fucking Zeit hier? Das Spiel sagt dir jetzt, wenn du zu viel reinballerst, dass nicht mehr geht. Mach einfach erstmal weiter. Okay, wir haben noch viel Action, haben wir noch offen. Ja. Also wir sind angekommen und streiten uns direkt. Es geht direkt zur Sache. Dann ist erstmal eine Gruppendiskussion. Leute, das war scheiße. Aber jetzt willst du wissen, wo bist du denn eigentlich? Jetzt establishen wir den Ort. Okay. In welcher Welt? Warum hat er die gerade alle totgeschlagen und warum ist das der Held der Serie? Das wissen wir, weil wir jetzt wissen, wir sind in einer Dystopie, in der Recht und Moral umgedreht wurden. Ja. Also das, was früher mal gut war, ist jetzt schlecht. Wenn du besonders, du wirst gutiert können dafür. Können wir nicht machen, Colin, weil danach können sie nur noch freundlich miteinander reden, das ist scheiße. Nee, eben nicht. Doch, jetzt kommt der Friendly Chat, genau. Und dann war's etabliert.
Und jetzt, stopp. Was, wie können wir das denn enden lassen? Geht nicht mehr. Was? Wir haben ja nicht mehr genug Punkte. Ihr habt sowohl Melee als auch Establishing Location kostet 3 Punkte. Vielleicht nehmt ihr euch ein cheaperes für die Folge, weil wir haben auch Cooldowns. Ihr könnt nicht einen Kampf direkt in Folge 2 wieder machen. Das seht ihr gleich. Dann würde ich Tense Meeting vielleicht machen. Es wurde sich geprügelt. Aber das hat auch 3. Ach so. Wie viele haben wir insgesamt noch? Also wie gesagt, das habe ich nie. Also offenbar 4, wenn wir 3 und 9 haben. Ja, klick doch nochmal drauf. Colin, danke. Ja, ist doch gut, confirm. Du willst jetzt ein Flanky Chat? Nein, ich will gar keine Szene. Ihr könnt auch die Folge so ab. Ja, eben, die kann im Flanky Chat kann die enden. Also, weil die schlagen erst zu, bevor das Meeting kommt. Ja. Weißt du? Und danach denkst du, Alter, ich muss die nächste Folge sehen. Ein Pilot muss sich ja auch verkaufen. Absolut. Der muss direkt funktionieren, direkt ballern. Okay, Folge 2 machen wir direkt, establishen wir erstmal die, was in welcher Welt sind wir unterwegs. Okay. Das haben wir jetzt gesehen. Und ein Friendly Chat. Und danach kommt wieder eine Prügelei. Ich habe sie jetzt umbenannt in Wild Rebel Gollin. Ja, absolut. Finde ich gut. Ich sehe es gerade kommen. Ich komme an mit meinem Koffer oder mit dem dummen Sidekick. Mit der an Person, die du gecastet hast. Ich weiß übrigens nicht, ob es gut ist, einen Punkt auch wegzulassen. Ach so. Vielleicht machst du noch einen Friendly Chat am Ende der Folge. Aber dann will ich doch harmonisch. Können wir nicht erst Friendly Chat und dann Tense Meeting? Ja, das könnt ihr machen. Ja, das macht mehr Sinn, finde ich auch. Absolut. Ja. Der schlechteste Cliffhanger ever. Nicht mal bei der Lindenstraße hat man mit einem. Die wollten eigentlich ein gutes Meeting haben und dann war es scheiße. Dann muss es scheiße. Ja, exakt. Ja, okay. Alles klar. Confirm mich jetzt mal, ja? Ja. Ja, stark. Jetzt muss man hier. Die Folge hat genau 2 Plots. Also von allen Werten, die da unten jetzt sind. Ja, Plot, wir wollen auch nur 2 Plots. Ist nicht so relevant in eurer Sache. Ey, das ist confirmed. Ist das eine Fantasy-Action-Serie, ne? Oder was war das Genre nochmal? Stimmt, da braucht es gar nicht so viel Plot. Völlig richtig. Genau, die müssen da reingeballert werden. Das ist sehr intuitiv verstanden. Gut luck. Gut luck. Das brauchen wir tatsächlich. Okay. So, jetzt wird die geschrieben. Jetzt kann ich schon mal vorweggreifen, das wird das Spiel dir gleich mit tadelndem Zeigefinger mitteilen wollen. Du hast jetzt natürlich noch keine Produktionscrew und wie wir hier natürlich bestens wissen, brauchen wir die. Ja. Ohne die kämen wir hier gar nicht klar. Shoutout an die Leute, die uns auch hier das alles ermöglichen, dass wir hier gerade sitzen und euch das zeigen können. Aber zurück zum Spiel, genau, an die Regie, an die ganze Set-Technik und so weiter. Geh mal gerne nochmal auf Stuff. Wild Rebel Gollin, Alter. Ja. Und wir brauchen einen Director, würde ich sagen. Erstmal mal einen Director. Ich bin übrigens ganz bei dir. Man denkt, man müsste auf Open for Hire drücken, ne? Ja. Das gibt es in dem Spiel mehrmals, dass man das nicht so richtig checkt. Jetzt brauchen wir, glaube ich. Oh! Emery! So viel gute Werte hat schon einiges gemacht. Ja, ist, glaube ich, bestimmt auch schweineteuer, oder? Darum geht es. Qualität kostet halt. Ne? Minimum Wage. Genau. Finde ich auch wichtig. Haben wir schon Editors und so? Noch nicht direkt, aber geh mal auf Crew. Du brauchst nämlich noch Crew und weiterhin ist die hier auch nicht benannt. Also man weiß nicht, ob das Technical Kameraleute sind, Maskenbildner. Leute, die Technical sehr affin sind, da habe ich doch direkt schon spontan die Liliana Cruz gesehen. Aber da muss ich auch direkt sagen, ich mag diese Tycoon-Spiele, aber das ist eine große Kritik von mir direkt an diesem Spiel, dass einem wird das zu wenig aufgeschlüsselt. Ich weiß nicht, worauf ich hier achten muss. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ist jetzt Technik für den Typen wichtiger oder ist es Teamwork oder so? Ja. Es wäre schon ganz gut, wenn man darüber ein bisschen mehr Bescheid wüsste. Bam, guck mal. Top. Du hast ein Wahnsinns-Team zusammengestellt. Danke. So, du kannst auch gerne mal unten ein bisschen spulen, weil die Folge wird irgendwie nicht so richtig weitergeschrieben. Pause gemacht. Da oben Wild Rebel. War noch ein bisschen langsamer, weil wir können noch mal kurz den. Mach mal diese Fenster bitte zu. Ja, diese muss man immer oben im Eck. Okay, ist fertig geschrieben jetzt. Perfekt. Dann gehst du nämlich auf dieses. Die haben jetzt alle gechillt in der ganzen Zeit. Ja, das geht leider nicht anders. So haben wir die nicht schreiben lassen und die dann eigentlich. Jetzt gleich. Kannst du jetzt gleich machen. Multitasking. Geh mal auf Wild Rebel Gollin oben. Oder Golan. und dann auf Filming Setup. Golan, ja. Man weiß aber noch nicht, wer Golan ist, weil den Charakter gibt es ja noch nicht. Ja, genau. Der ist noch nicht etabliert. Das ist richtig gemacht. Director, perfekt. Und jetzt noch Crew. Warte mal, wie viel? Ach so, du hast direkt. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Du hast 3 Leute eingestellt. Ja. Warum? Scheiße, okay. Wir wollen eine gute Show. Ich dachte, ich muss. Na gut, wir haben noch 601 Gold. Stimmt, also noch, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch genau richtig. Ich habe mit den
Nummern. Nee, ich mach's direkt. Deswegen waren deine Shows auch scheiße vielleicht. Vielleicht, ja genau. Wir kriegen nämlich auch gleich natürlich eine Rezension. Geh gerne auf Play, weil jetzt kannst du natürlich parallel die zweite Folge, nee, die spulen wir nicht direkt so durch, die zweite Folge schreiben, aber geh einmal auf den Starfighter und auf All. Ey, dass man, wenn man da unten klickt, dass es dann auch direkt so runtergeht. Das ist nervig auf jeden Fall. Weil hier siehst du die Energielevel. Oh Gott, Quinn ist jetzt schon im nee. Genau, du musst eigentlich jetzt. Oh, das geht aber wieder hoch. Genau, kannst wieder belasten. Schon bei 40%. Aber du kannst recht, genau so, ich habe die immer ab 60% belastet. Aber genau, während die Folge gefilmt wird, kann man natürlich schon die Folge 2 schreiben. Und das ist meine zweite Kritik an dem Spiel. Bei welcher Sendung läuft es denn bitte so aus, außer bei der Daily Soap? Also, und selbst da wird er im Monat im Voraus schon mal so ein bisschen sich der Plot überlegt. Und wir verkaufen ihn eine 10-episodige, nee, ist das überhaupt der Plural? 10 Episoden verkaufen wir an irgendein Network. Die wollen ja wohl vorher schon mal so einen groben Abriss von, wie könnte es denn mal ausgehen? Das ist ein bisschen strange. Ich kann doch gar nichts anklicken. Machst du denn jetzt eine zweite? Ach, muss ja wieder Rebellion. Season oder eine zweite Folge? Du machst kannst ja wieder das Theme der Season irgendwie bestellen. Ach, die Editor sind jetzt gerade aber am Drehen, oder was? Weil da gerade stand, du kannst keine weitere Folge drehen. Ich weiß nicht, das ging mir zu schnell. Sorry, warte mal. Continue. Ich muss mal kurz sagen, ich finde es unglaublich sperrig und nicht intuitiv. Ja, ist also die, allein die Videos zu wissen. Was jetzt wichtig ist und was nicht, mag sein, wie du sagst, dass es genre-typisch ist, da kenne ich mich halt viel zu wenig aus, will ich das jetzt nicht verurteilen, aber für mich jetzt gerade als Zuschauer, der in diesem Genre tatsächlich nicht groß unterwegs ist, ich finde das extrem. Titel ist super. Absichtlich so geschrieben, bitte schreib's für mich in die Kommentare, das ist absichtlich. Ich find's einfach so völlig unintuitiv, zu wissen, worauf man zu achten hat, was jetzt wichtig ist, warum was gut oder schlecht ist. Und den Look, da kann man auch drüber diskutieren, über dieses Minimalistische. Ob das jetzt besonders stilbewusst ist oder auch einfach zu wenig, weil die Figuren, ja gut, das, naja. Aber ich mag's eigentlich. Ja. Find's nicht so schlimm. Ja, das ist ja auch eine. Bei der Kritik bin ich auf jeden Fall komplett bei dir und mit genre-typisch meine ich auch nicht, dass das einfach immer so ist und auch völlig hingenommen werden muss. Es gibt schon welche, die machen das wesentlich besser. Aber ich finde, der krasseste Vergleich, und deswegen habe ich den auch gebracht, ist eben Game Dev Tycoon und da wurde auch länger dran entwickelt, ist jetzt schon seit Jahren draußen. Und das sagt dir zwar manchmal ein bisschen mehr, aber irgendwann bin ich erst richtig gut in dem Spiel geworden, als ich mich im Steam-Reiter Guides in die Werte reingelesen habe, was Leute durch Spielerfahrung herausgefunden haben. Und da ist mir dann auch aufgefallen, ich hätte keinen Bock gehabt, es selber herauszufinden und mir gewünscht, dass das Spiel das bereitstellt und ich nicht in den Steam-Guide muss. Also von daher, das ist ein absolut valider Punkt. Ich glaube aber, Leute, die sowas feiern, stören sich auch gar nicht an dem Stil, weil das ist sozusagen nur ein Zahlengeschacher. Mehr willst du eigentlich gar nicht. Genau, aber trotzdem ist ja vielleicht, da bin ich dann vielleicht zu sehr so ein Nintendo-Mensch, dass man sagt, so, das erste Level, das du spielst, ist halt genau das. Wir machen jetzt mal eine kleine, was brauchen wir dafür noch? Das oder jenes. Ja. Und beim zweiten Mal, probier doch jetzt mal, wenn du noch ein Licht setzt. Oder irgendwie so und zack. Und irgendwann hast du das Gefühl, jetzt habe ich den Baukasten, der wird immer größer. Ja. Ich verstehe aber auch, worauf ich achten muss. Warum es jetzt wichtig ist, nicht zu überreizen oder so. Also ob das, warum das jetzt wichtig ist, welches Mikro du da hinstellst, ist mir einfach völlig. Genau, also das ist nämlich der Witz, da stehen ja zumindest irgendwie so ein paar Werte, aber ich weiß noch längst nicht, was diese Werte sind und wofür ich die brauche. Das, warum sollte ich ein neues Mikro kaufen? Also bin ich ganz bei dir. Ja. Checkt einfach nur. Wir können gleich, das werden wir nach jedem Titel machen, auch einmal noch in die Roadmap, also das Versprechen der Entwicklerinnen und Entwickler auf Steam schauen, was sie denn sagen, was sie in dieses Spiel noch bringen werden, wie lange das Ding im Early Access sein soll, weil natürlich kann auch sein, dass das schon drin geht. Als erstes wollen wir ein Tutorial reinpatchen, weil das wäre nicht schlecht. Also, weil das ist ein absolutes Mindest-Tutorial. Ja. Ja. Ich verstehe auch überhaupt nicht, ob das jetzt schon gedreht ist oder nicht. Ja gut, das hatte ja das Spiel gesagt. Das hast du, glaube ich, weggedrückt, weil ich dir auch gesagt habe, du sollst alles wegdrücken. Geh mal auf Editing Setup. Ja. Weil jetzt kommt der letzte Schritt, den kennen wir alle. Ich habe keine Edit. Genau, die Post und ja, das ist auch sehr verwirrend. Jetzt hat sich nämlich ein Fenster aufgemacht, was denn da. Du wirst jetzt schon für Folge 2, die gerade fertig geschrieben ist, gebeten, den Director nochmal auszuwählen. Ach so, das ist Das hat das Spiel nur nicht richtig kommuniziert. Nimmst deine gesamte Crew, bam. So, und jetzt gehst du auf Staff und hirest einen Editor. Und nimmst dann natürlich Wir brauchen dich. Nur. Boah, das ist nicht schlecht, das 4D. Wir können 4D-Produktion stellen. Guck mal hier, das ist ein 3er. Ja, und ich kann jetzt auch nur sagen, ich weiß nicht, was ich von denen will. Ich weiß nicht, ob die
Also die sind, was ich sagen kann, Workrate ist am egalsten, weil ja, der Cutter, der hat Zeit, so, der muss es nicht schnell machen. Ah, ja. Also jetzt hier in unserem Beispiel, nicht alle unsere Cutter, die werden genau das Gegenteil berichten. Ja. Hat haben nicht immer Zeit. Ich wollte nichts Pauschales in die Welt hinaus besauen. Zack, wird geschnitten, das Ding. Wunderbar, damit ist unsere erste Folge quasi in der Pipeline, kurz vor der Ausstrahlung. Das kriegen wir gerade hier. Darauf würde ich auch noch warten, tatsächlich, weil dann haben wir sozusagen einen Zyklus mal durchexerziert. Ich speede mal, ja? Oh Gott, Schaltstopp. Another episode, das könnte being edited. Ach so, das hier, weil ich jetzt so einen Cutter habe. Ja, ja, das kann ich nicht zeitgleich. Ja, aber ist nicht ganz so wichtig. Oh, da ist unser Timer für, gleich ist der Eindruck vorbei. Ja, aber warte mal, können wir die noch schnell fertig produzieren? Das machen wir noch schnell fertig. Ey, in einem Stern! Ja. Oh, ja. Du hast ja richtig Qualitätsfernsehen abgeliefert. Es lag irgendwie. Also jetzt schlage ich alles auf dich. Also das Drehbuch war top. Eine 500.000 Viewer. Hä? Ist jetzt nicht schlecht. Das? Und alle. 500.000 Viewer für der ersten. Wann hat Löffelmesser Gable in der ersten Folge eine 500.000 Viewer gehabt? Das habe ich in der letzten bekommen. Und guck mal. Und auch wann hat jemals 116 Gold verdient? Auch das. Zu recht. Auch noch nie. Aber hier guck mal eben, der Episode-Score, du hast für alle Kategorien Preise bekommen und ich habe immer nur für zwei Preise bekommen, also irgendwas hast du wohl krass richtig gemacht. Aber trotzdem nur einen halben Stern, hä? Also ja, da hatte ich auch das Gleiche. Aber hier sehen wir, jede Episode wird nachher, also Episode für Episode wird gereviewt von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das bedeutet aber im Endeffekt ehrlich gesagt gar nichts, außer ein bisschen so Level-Progress, weil die einzelnen Leute, die wir eingestellt haben, die leveln auch. Ja. Genauso levelt unser Studio und so. Und das ist super genre-typisch. Also eigentlich erfindet das hier gar nichts neu. Das Einzige, was dieses Spiel macht, ist, das in ein neues Szenario zu hieven. Und zwar gibt es nämlich, glaube ich, in der Form noch nicht so einen Showrunner, wie es ja auch heißt, Spiel, wo man das mal sein kann. Es gibt so alte Sachen, wie hieß denn das? The Movies oder so, ne? Aber das ist, war ein bisschen anders. Das war so ein bisschen auch mit Sims noch gemischt. So. Es hatte so ein bisschen, also ne, es hatte ja halt auch die Grafik, um darzustellen, hier wird eine Szene gespielt, du kannst Leute von A nach B schicken und so. Das will das Spiel ja gar nicht. Das Spiel will von euch, dass ihr ihr seid der Arno, ihr managt das Ding. Ihr guckt auch mal auf die Finanzen und so. Aber ihr seid nicht immer am Set. Tun wir das? Ja. Die Crew ist teuer, aber wir kriegen halt Preise. So. Ja, ein bisschen Sparepisoden, muss man sagen. Erinnert mich auch an YouTubers Live natürlich, ne, auch so. Genau, es geht total in diese Richtung Spiel. Und ich glaube, wie bei so vielen Genres, muss man Bock drauf haben. Meins ist das total, ich kann mich da total drin verlieren. Ich habe da bei dem Genre tatsächlich am häufigsten erlebt, dass ich um 12 Uhr Schluss machen wollte und da war es 4 Uhr nachts, weil ich doch noch drei Serien oder Games oder was auch immer man produziert habe. Geht mir tatsächlich ähnlich. Geil, okay, also für dich wäre das auch was, weil wir wollen ja hier bei dem Format ein bisschen auch bewerten. Mhm. Würdet ihr es weiter zocken, ja oder nein? Jeder kann hier jetzt von euch seinen individuellen Daumen vergeben. Weil du gerade schon eine Tendenz abgegeben hast. Colin, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich kann, was soll ich denn alles andere? Nicht dein Spiel. Okay, ja, also, das stimmt. Weil ich finde es sperrig, mag alles sein, die Qualitäten kann ich überhaupt nicht beurteilen, ist nicht mein Genre, aber es ist für mich so sperrig und unklar. Mhm. Da kann ich auch einen halben Tag irgendwie in unserem Office-Programm rumklicken. Ja, stimmt. man muss eine steile These raushauen, ne? Und das ist streitbar, reibt euch dran, findet das scheiße und unverschämt. Ich kann es nicht beurteilen, aber nichts davon hat mich gerade irgendwie angemacht, außer am Schluss die Kohle zu sehen und natürlich hier den Progress und zu überlegen, was könnte sich daraus entwickeln. Ja, ja. Aber bis ich das verstanden habe, müsste ich noch mich durch 200 Screens klicken, verstehen, ach nee, das hättest du da nicht oder da doch. Mir ist das noch alles zu ungeführt, aber wie du gesagt hast, Early Access ist ja auch manchmal auch so ein Sprung ins kalte Wasser, wo der Anfang, das Ende und das How-To so ein bisschen einfach fehlt, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Also insofern, aber schwierig. Ich hole mir lieber wieder ein Staubli PlayStation und Spiel auf der PlayStation 1 Theme Park. So. Ganz wunderbares Spiel. Aber wer weiß, vielleicht ist ja heute auch noch was für dich dabei. Wir haben ja noch zwei Spiele vor uns. Janina, was ist dein erstes Kurzfazit? Ja, also ich finde natürlich, dass die Kamera das mega nervig. Es gibt so ein paar, wie sagt man dazu, Benutzer
freundliche Dinge, auf jeden Fall, die ich jetzt so nicht so geil fand für den Anfang. Aber grundsätzlich, wenn sie auch noch das verbessern, dass man überhaupt nicht checkt, wofür welche Sachen sind. Also ich will damit sagen, ich hatte Spaß aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht so ganz erörtert habe. Aber ich kann mir vorstellen, wie du, dass ich da einfach mal random 5 Stunden am Stück sitze und mir denke, ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe, aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Ja. Und deswegen würde ich gerne so einen schrägen nach oben Daumen geben. Und da es den nicht gibt, muss ich den nach oben nehmen. Genau, aber es klingt auch bei dir wirklich danach, als würdest du schon noch mal anschmeißen, ja, und mal weiterzocken. Vielleicht auch, wenn es nur ein Stream oder so mal ist. Die Firma voranbringen. Ja, genau. Ja. Der Firma muss es gut gehen. Ja. Zu guter Letzt bitte ich euch da draußen natürlich auch noch, das ein oder andere Wörtchen in den Kommentaren zu hinterlassen, was ihr von diesem Spiel oder generell auch dem Genre haltet. Könnt auch gerne die Daumennummer natürlich mitmachen und sagen, ob ihr es jetzt zocken würdet nach dieser kurzen Vorstellung oder ob wir Service-Aspekt-mäßig euch davor bewahrt haben, dieses Spiel zu kaufen. Jetzt gucken wir uns aber, bevor wir zum nächsten Spiel... Du gibst den Daumen hoch, einmal fürs Protokoll. Achso, ich gebe ihn auf jeden Fall auch hoch, weil ich werde es weiterspielen und warum ich auch dieses Format hier hoste, ist, weil ich dieses Early Access Modell unheimlich toll finde. Mhm. Ich liebe es, diese Spiele ganz am Anfang mir für einen schmalen Taler besorgt zu haben. Und dann steigen die ja auch mit fortschreitender Entwicklung über die Jahre meistens im Preis. Und dann aber selber immer noch mal reinzugucken bei größeren Updates, was hat sich eigentlich getan? Finde ich sehr, sehr spannend, weil man Spieleentwicklung live verfolgen kann. Und was man natürlich auch machen kann, ist Feedback geben. Auf den Discords kann man meist direkt mit den Entwicklerinnen und Entwicklern schreiben. Aber zuletzt wollte ich mir mit euch noch anschauen, was denn deren Ziele sind, weil die formulieren die ja meistens bei solchen Early Access Spielen und wie lange die planen, im Early Access zu bleiben. Und das sind in diesem Fall 12 bis 18 Monate. Ein Jahr ist so Durchschnitt, das sagen die meisten. Dass die 18 sagen, ist schon fast eine bessere Einschätzung, realistischer auf jeden Fall. Und wo war das? Colin, du willst einfach nicht, was du den ganzen Tag machst, halt auch noch mal im Videospiel sagen eigentlich. Das ist der Grund, oder? Stimmt, genau. Auch. Klar. Verstehe ich. Warum sollte man, wenn man beruflich der Chief Content Officer ist, ein Spiel spielen, wo man ein Chief Content Officer sein muss? Es bringt ja auch nichts, wenn du bringst das perfekte dramaturgische Drehbuch raus, kriegst einen halben Stern dafür, sorry. Ich bin bei dir, ich bin voll bei dir. Da muss man sich kritisch die Frage stellen, sind die Leute da draußen die Vollidioten oder man selbst? Die, Antwort kennen wir alle. Ja. Okay, für euch nur ganz kurz, es ist auch tatsächlich nur 8 Euro im Preise, das heißt, ne, man erwartet dann ja auch nicht so super viel. Und ich glaube, es ist vor allem so ein Spiel für ein Steam Deck, für eine Zugfahrt oder so, wo man auch vielleicht gar nicht so Bock hat, so komplizierte Steuerungen irgendwie meistern zu müssen. Das kannst du auch mal weglegen, wenn der Bahncard-Service sich beschwert, dass deine Bahncard fehlt. So, springen wir zum nächsten Spiel. Aber vorher gibt's an dieser Stelle einen ganz, ganz kurzen Spot. Schaut euch den an, wir sind gleich wieder für euch da. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen? Das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Und da sind wir auch schon wieder. Die Stimmung ist nach wie vor gut. Hier wird fleißig gelacht. Wir haben nämlich ein neues Spiel vor uns direkt. Und ich finde, es ist auch, wenn man dieses erste Bild sieht, da können wir direkt mal reinspringen, ein bisschen zum Lachen. Aber Colin möchte erstmal die Peripherie kommentieren. Ja, ey, feels like home. Ganz ehrlich, Maustastatur, mein Ding. Du machst ja nicht was anderes praktisch. Absolut, absolut. Weil ich hab's eben ja schon gesagt in der Pause. Man glaubt immer, ich kokettiere nur damit, nur mit Controller klarzukommen. Ich habe 2 PC-Spiele in meinem Leben intensiv gespielt. Ja. Und das eine war Commandos und das andere war Half-Life. Beides Top-Spiele. Ja, beides. Wie lange ist es her? Ein bisschen. So. Und das werden wir uns jetzt alle gegenseitig vergegenwärtigen. Aber ich gebe es zu, ich hätte tatsächlich mal Bock auf so eine Colin lernt PC Loop Show. Also weil das ist wirklich stellvertretend für alle alten Leute da draußen, die das vor sich hergeschoben haben. Ja. Nicht gut. Jetzt seht ihr den Unterschied. So. Jetzt kriegen wir es aber hin. So, ich habe schon mit dem Mausrad kann man scrollen. Colin hat sichergestellt. Wir sind in welchem Spiel? Ne, pass mal auf, wir gucken noch mal kurz, was wir. Genau, No One Survives. Sieht viel besser aus als im Verhältnis. Sorry, mach du erst mal. No One Survives heißt das gute Spiel. Das ist ein Open World Survival Construction
Bla. So nennen sie sich selber, ohne das Bla, weil ich habe das letzte Wort vergessen. Aber es ist am ehesten vergleichbar mit Spielen wie DayZ oder ich hatte doch keine Ahnung, ein bisschen mit Rust. Also es ist auch im Multiplayer spielbar, entwickelt in der Unreal Engine 5. Hat eigentlich eine ganz gute Grafik, weil es eben auf die schöne Lichtstimmung der Unreal Engine 5 mit der Lumentechnik zurückgreifen kann. Aber, und jetzt kommt was, was ich immer mehr im Early Access sehe, es hat ganz, ganz viele Assets, die man gratis bekommt oder sich kaufen kann, welche, mit denen ich in der Unreal Engine 5 selber schon Dinge gebaut habe. Ich habe den ein oder anderen Baum und das ein oder andere Holz-Asset wiederentdeckt. Das heißt aber nicht, dass das Spiel gleich schlecht ist. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Und der Colin, der ist gerade noch fleißig im Charaktereditor. Doch, ich natürlich sehe ich was. Man sieht nicht viel, aber ich bin ein Freund der Extreme. Und du, Janina, behauptest, ja, der Cristiano Ronaldo sieht Colin ähnlich. Ja, also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht er. Hallo Leute, ich bin der letzte Überlebende, aber egal, Endzeit ist Party für alle, oder? Ey, ich würde jetzt schon eine Stunde in der Charakterstellung hängen, ne? Du, pass auf, nee, also, ich bin sofort, jetzt ist ja Quatsch. Nee, ich würde da drin hängen. Oh. Wow. Colin, in deiner Rock'n'Roll-Zeit. Aber auch mit dem diesen Kiefer jetzt und so. Das sieht, ja, Kind nennt man das. Der sieht Fliehen aus wie so ein Fliehend. Ach, Fliehen. Mad Max 5 oder so, ne? Hey, gib mir dein Benzin. Das ist ja super. Boah, ist das ist schon gut. Mach mal Haare, ja, rot. Haare rot? Ja. Geht das überhaupt? Hä? Dann müssen wir die Sättigung noch ein bisschen. Vielleicht, aber ich. Die Brightness vielleicht auch? Ah, ja. Ich glaube, die ist richtig. Ja, gut, okay. Ekelhafte Blondhaare, so eine Kunst, so eine Butter. Tolle will ich. An dieser Stelle seid vielleicht auch noch zu diesem Format hier erwähnt. Ihr könnt nicht nur einen Daumen runter geben, sondern die Steigerung, wenn wir mal einen richtigen Flop hier vor die Flinte kriegen, ist der Kackhaufen. Echt? Also wenn ihr so richtig unzufrieden seid und sagt, ey, dafür würde ich noch nicht mal einen Cent ausgeben, diese Sache gehört verboten und von Steam gekickt, dann dürft ihr auch gerne einen Kackhaufen, ja, vergeben. Ach, die Gute gibt's auch. Klar. Einmal, ich klicke mir noch einmal durch die, das war doch, dann gehen wir. Ja. Ach, du bist einer der Clowns, die dann extra komische Charaktere machen wollen immer. Was soll das denn für ein Bodyshaming jetzt von dir sein? Okay. Einer von dir, hast du es gehört, Walle? Ich fand du das hast auch nur weil gemacht. Du vielleicht mein ästhetisches Empfinden nicht nachvollziehen, ja, okay, kannst, sagst du jetzt, das ist ein Clown? Bist du für alle, ja, ich sag, du für alle Grünhaarigen mit Potschnitt? Ich bin also, der Clown, der sagt, in der Lobby will ich sein, wo man dann kichert, wenn man vorbeiläuft. Das finde ich so gemein von dir, was du mir unterstellst. Tut mir leid, dass ich deinem perfekten Schönheitsideal nicht entspreche und meine Charakter. Du schon, aber nicht er. Du hast uns beide, wenn du ihn abfuckst, fuckst du auch mich ab, Janina. So, ich will jetzt anfangen. Mach Attributes, aber nochmal gucken, random. Schreib gerne in die Kommentare, auf welcher Seite ein Stomach, das ist doch das, was ich brauche. Also, wenig Malaria-Gefahr. Finde ich gut, careful, ich kann aber eh nichts davon. Das ist vor allem alles minus 31 oder so. Ja, ja, Master of Weapons. Nee, da plus. Ich kann hier randomisieren. Okay, das sind jetzt alles irgendwelche Stats, mit denen ich ins Rennen gehe, ne? Ja, ja, was macht man denn mit denen und so? Was bringt, also eiserner Magen ist ja gut, wenn ich dadurch eine höhere Chance habe, nicht an Malaria zu erkranken. Das ist geil. Stark. Würde ich im Leben. Athletisch, nicht besonders. Minus. Obwohl, ne, Minus, ja, ja, klar, natürlich. Less Power. Hast du. Strengths minus 3. Aber warte mal, wenn Less Power Minus ist, heißt es dann, dass er wieder Power hat, weil es zwei negative Dinge sind? Ich glaube, so läuft das nicht mit Körpermerkmalen. Das wäre geil, ne? Also ich habe eine super steile Lernkurve, die ein minus 21 ist. Aber ich bin der Master of Weapons, das finde ich gut. Waffen sind super. Mehr brauchen wir nicht. Reicht mir. Okay, fantastisch. Oh, enter a name. Colin, das machst du, warte mal. Nach, links. Oben links, oben links. Gott. Jetzt bin ich gespannt. Nee. Golan? Ist das Golan? Wissen wir endlich, wie Golan aussieht. Weißt du aber, wie eine Tastatur zum Schreiben funktioniert? Ja, es muss mir, das habe ich gedruckt, einen coolen Namen mir zu überlegen. Aber du musst wieder reindrücken, weil du bist nicht mehr im Feld. Er hat doch eben gespoilert, dass er schon mal in Outlook unterwegs war. Also ein bisschen hat er schon mal am PC gemacht. Ach so, okay. So, ist mir scheißegal. Ja, das ist ein Endzeitname. Ja. So wird er doch genannt. Ja, war der Haarmann bei euch, jawohl. Weil er mit den Haarnadeln immer so schön Klösser knackt. Geh mal ins Tutorial, selbstverständlich, oder? Geh mir aus dem Haar. Weiß ich nicht. Also ich würde gerne das richtige Spiel zeigen, aber es ist auch funny, natürlich mal zu zeigen, was ich mit dem nicht richtigen Spiel meine. Man kann doch schnell raus. Alter, was ist das denn hier für eine Maus? Du bist ja wieder normaler. Nee, wie kann ich denn dies nicht invertieren? Die Maus! Ach so, die bewegt sich schnell, ne? Viel zu schnell. Geh doch mal kurz in die Einstellung. So schnell. Das ist schon wichtig. Wo muss ich mich in die Einstellung? Escape?
Ist, und dann Control-Settings, Control. Würde ich vermuten. Ah ja, es geht Zensi nicht. Erstmal runter und der kann es auch bestimmt auch. Dann mach sie weiter, als ich. Weiter sorry, runter. Das geht nicht. Was brauchst du invertiert? Die Y-Achse. Die Y-Achse. Ah, ja. Mann, stimmt ja, ey, Colin, wirklich. Also ich glaube, dass ich sie brauche. Ja, guck check mal. Das doch mal aus. Jetzt Return. Nicht to Menu. Store Default Cancel, da musst du hingehen. Es ist, ja, nicht to Menu, nicht to Menu. Das ist mir nämlich auch einmal passiert. Oh Gott. So, guck mal, ob es. Wow, es ist wirklich. Okay, ich glaube, es braucht diese Maus-Sensitivity. Vielleicht. Okay, ich habe dir gesagt, mach weiter, weil es ist. Ja, es tut mir leid. Ihr wolltet, dass ich das hier spiele. Oder habe ich die gerade hochgesetzt? Soll nein, niedriger nein, sein? Nein. Ich probiere mal so. Mach mal schön niedrig, genauso ist gut. Besser? Ich habe das Gefühl, du kannst die an der Maus auch noch runterstellen, ne? Wenn du in einem. Ja, der mittlere oder mittleren. Also ja, nicht das Mausrad, sondern der, genau. Unter. Ja. Jetzt gleich so Cinematic. Ja, okay, komm. Let's go. Hopp, so, ne? So viel hab ich noch, weiß ich noch von Half-Life. Oh, stark. Das ist im Prinzip die gleiche Steuerung. Seit Half-Life hat sich nicht viel getan. Kann er da hoch? Nein, kann er nicht. Oh, Steuerung Crouch. Was ist das hier, das? C, typischer PC-Crouch-Button. Oh. Ach, das ist doch scheiße. Hab ich auch noch nie verstanden, Steuerung warum sie die Steuerung warum eben das denn? Was braucht man denn für Krallen? Das kommt stell euch mal vor, ein Tyrannosaurus mit zwei Fingern will das spielen. Für die ist das nicht. Nee. Den würde ich empfehlen. Also ich meine, ein echter Tyrannosaurus. Tatsächlich. Wusstet ihr, dass Tyrannosaurier nur zwei Finger hatten? Wusstet ihr das aus dem FFFFF? Ja, wusste ich. Das sieht, weil es einfach so hilarious aussieht. Ich glaube, da hat sich die Natur einfach mal einen Spaß erlaubt. Und da musst du wahrscheinlich, ich schätze, man muss es jetzt irgendwie nach links ins Inventar ziehen oder was? Ah, nee. Ist nicht DZ, okay. Ja, man kann auch direkt ganz viel E schicken. Das ist schrecklich. Ja, also, ich bin der letzte Mensch. Ich muss darauf gucken, wo ich drücke. Nimm es doch. Kann ich nicht noch mehr nehmen. Aber kannst du nicht bei Nearby Items einfach. Du kannst es auch so rüberziehen, genau. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, schon da, wo du gerade warst, Colin. Unten links. Unten in dieser Box. Genau, das kann man drag and drop. Das funktioniert so ein bisschen wie Verknüpfung auf Desktop. Hab ich jetzt irgendwas gedragt und gedroppt gerade? Das ist aufgenommen. Das ist in deinem Inventar. Alter, das ist doch, was ist das denn? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder die. Es liegt nicht am Spiel, es liegt auch gerade so ein bisschen an Colin. Es liegt auch an mir. Ja, aber das habe ich ja nie bestritten, Leute. Ich habe irgendwas liegen lassen da. Ein Helm. Waffen aber, und ein Helm. Ja, und da hinten liegt. Also du kannst jetzt hier alles ausprobieren. Ja, nimm doch gleich mal die. Hier. So, E to pick up. M4. Genau. Es ist, hat tatsächlich sehr ich muss echt üben. Ähnliche Funktionsweisen, eben auch wie Spiele wie DayZ. Also auch das Reinziehen des Loots und so. Ja, okay, die haben sich sehr daran orientiert. Und es möchte auch so ein Spiel werden, was Rust im Prinzip im Kern auf den öffentlichen Servern ist. Dass es eigentlich nur um schnelles Ressourcenfarmen 5 Minuten geht und dann wieder reingestürzt ins PvP. Das werden wir gleich sehen. Dass ey, Leute, Zombies ich spiele wie der Letzte, wie der Erste. Du brauchst doch nicht so viel. Aber ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr PC spiele, werde ich richtig super Checker messen. Willst du nicht den Helm noch mitnehmen? So, und jetzt will ich. Guck mal, das habe ich nämlich gecheckt. Oh. Das ist keine Muni. Drück mal R. Das war ein smarter Hint. Bandage. Ich will auch nicht alles. Ey, der muss ja doch immer wieder umgreifen. Das ist doch kein intuitives. Also, come on, E ist nämlich ja Standard. Ich wollte gerade sagen. Construction Hammer. Ich will aber nicht, ich will jetzt nur einmal ballern. Ich will jetzt auch ins Spiel. Ja, genau. Solltest du auch. Dann geh mal da weg. Also, geh mal weiter. Weiter geradeaus. Da hinten sind so Zielscheiben und da liegt die Munition. Kann er auch schnell rennen? Der kann schnell mit Shift sprinten. Das ist ein kleiner Finger. Genau. Ja, guck mal. Da sprintet der richtig ab. Ey, das ist eigentlich ein eigenes Format, wirklich. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Ich liebe oh, jetzt das. Kann ich jetzt noch die geilen Waffen hier nehmen. Ja, ey, der M4 ist die geilste nehmen. Waffe. Hast du dir eine Schrotflinte genommen? Für wo was? Ist die jetzt? Wo ist die? Ja, das wird uns der Early Access nicht beantworten. So, jetzt muss ich die richtige Ammunition dafür noch nehmen. Was genau, aber denn? Das weiß man natürlich, was eine M4 braucht. Ja, ja was klar. Braucht die M4? Ja, schon mal nicht 9. Keine 9 mm, das ist mir klar. Ja. Ich habe auch das. Nicht unwahrscheinlich, aber es könnte eine andere sein. Ja, jetzt sind wir auch fies. Es ist die 556er. Als ob, ey, Janina, als ob du das wüsstest. Doch, na klar. Ach, ja, okay, du weißt es. Ja, ist schon mal leid. Das ist auch meine Lieblingswaffe. Ich spiele immer mit der M4. So, jetzt. Genau. Du einen kompletten. Wenn du, ich glaube, wahrscheinlich, wenn du gedrückt hältst. Mal, also, wie hält der denn die Waffe? Du hast, so, also, wie kann ich nachladen? R wie Reload? Ja. Reload. Ja. Reload. Aber wahrscheinlich, wenn du da draußen bist. Ja. Ich finde aber geil, für jedes Mal gibt es ein anderes Geräusch. Ja, das stimmt. Din, din. Ja. Ja. Bisschen verzögert, das kann man wirklich gut. Heute auf MD. Warte mal. A. Wir alle sind jetzt da. Ja, es ist zu verzögert. Ja, es geht nicht gut. Okay. Unangenehm.
Wie kann ich die Munition jetzt in die Waffe laden? Geh mal auf Tab. Tab wahrscheinlich. Genau, Tab ist dein Inventar. Und ich glaube, dein Inventar ist halt voll mit der falschen Muni, deswegen hat er nicht intuitiv nachgeladen. Genau, drop die gerne mal und tausch die durch die grüne aus, die da unten noch auf dem Boden liegt. Genau, Doppelklick und reinziehen, perfekt. Und jetzt solltest du mit R. Ich mach ein toll Video direkt dazu. Das ist quasi jetzt das Tutorial-Video. Ja, absolut. Das erste auf YouTube. How to play, wie hieß das Spiel nochmal? Dying Alive? Fast. No one survives, glaube ich. Oh Gott, vielleicht soll ich doch mal invertiert Maus spielen. Ich weiß nicht. Tick mal nur an, rechte Maustaste. Nur einmal. Nee, also die Waffen haben hier schon recht starken Recoil. Und auch wenn du jetzt nicht Single-Shot hättest, auch die Spray-Patterns sind ziemlich großzügig, ja. Okay, ich weiß alles, was ich wissen muss. Die ist auch nicht so geil für Multishot. Nee, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Offense Real Survival. Auch wenn es Real Survival ist. Ja, ich habe auch das Gefühl, du bist bereit dafür. Aber warte mal, ja, ich probiere jetzt doch mal aus. Wirklich das, ohne Witz, beim Controller ist mir immer sofort klar, ob ich invertieren will oder nicht. Hier bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, weil ich zu wenig Erfahrungswerte damit habe. Ob das sich doch natürlicher an... Oh, da ist ein Gegner. Ja, okay. Oh, da oben rechts ein Gegner. Scheiße. Okay, er kommt von hinten. Ah, nee, das ist noch beschissener. Ich liebe es, dass wir beide Maus- und Tastatur-Shooter-Menschen sind und wollen diese beiden Dinge nicht erfüllen. Ist natürlich auch das Beste. Auch fies so. Genauso könnte man über mich jetzt bei einem Shooter und einem Controller lachen. Same, so. Bei dir wahrscheinlich auch. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, ich muss doch wieder auf invertiert gehen. Aber ich habe gerade, ich krieg Bock, also ich habe ja Lust, mich in diese Peripherie mal einzuarbeiten. Das ist schon mal cool. Invertiere doch mal beide. Daraus müssen wir auf jeden Fall noch eine gesonderte Reihe machen. Da. Beides invertieren und nicht links-rechts invertieren. Oder mal ausprobieren, ob sich das. Ich weiß nicht, du bist komisch. Vielleicht bin ich natural dann sozusagen. Ja. Du hast recht, vielleicht plötzlich ist es richtig geil. Ich probiere mal. Überhaupt irgendwas zu investieren ist wild. Doch, mit Köln muss man das machen. Nee. Also, das finde ich, das ist ja total verrückt. Also, wenn das macht. Das gibt's, das wird zu Recht in fast allein, Spielen dass man das erst in Settings gehen muss, um was zu ändern, das sagt schon, dass es das nicht normal ist. Meinst du, das ist ernst oder ist auf mein Unvermögen gemünzt? So, alles zugesagt. Return to Castle Wolfenstein. Genau, gucken wir uns das richtige Spiel an. Das sieht nämlich ein bisschen besser aus als das, was wir gerade gesehen haben. Geh mal nach rechts. Das ist mein alter Charakter Cornelius. Ich will doch. Du musst einmal, genau, da, Mann. Was? Sogar die Klamotten sind geil. Ich bin einfach ein geiler Dude. Wo kommst du? Jetzt wird's wieder cool, ne? Jetzt entspricht er wieder. Der Fit, aber nicht der Look. Ach, komm. Der Fit. Wo kommen denn die Klamotten her? Das sind, man kann Starter-Pack ja oder nein auswählen und da wurde wohl ja gewählt. Ah, strong. Ich glaube, das liegt an den Character-Traits, die er ausgewählt hat. Klar. Hier können wir jetzt noch die Schwierigkeit definieren. Da würde ich einfach mal das auf Leisure lassen. Mach doch mal stark. Ich schon Zombie-Wave-Attacks hier. Okay. irgendwas noch einzustellen? Warum geht's denn überhaupt? Es sind Zombies und du musst überleben. Ja, genau. Und wahrscheinlich würdest du dich normalerweise natürlich auf Servern mit anderen Spielern tummeln, wie bei DayZ und wirst sofort abgeschossen. Ich mach mal alles auf Easy Peasy. Ja, ich würde auch so erstmal, genau, wir haben nur noch 12 Minuten, wir gucken einfach mal rein. Du brauchst einen Safe-Namen. Oh, my Game my heißt, glaube ich, schon Mein Safe. Ja! Jetzt einmal kurz. Es muss nicht kreativ sein. Ich wollte gerade den Druck nehmen. Ich wollte ihn den Max. Das unterscheidet uns auch grundlegend als Menschen. Ist ja ganz gut, wenn man uns beide reinsetzt, weil dann haben wir wieder die Mitte. Stimmt, ja, perfekt. Ja. Für mich echt wie ich mag die Synergie richtig gern hier. Wie ist das nochmal bei Game 2, diese mit den alten Leuten, mit denen wir mal die Koop hatten, die zocken? Omas Senioren zocken. Ja, war das Senioren zocken? So weiß ich nicht. Ach so, heißt auf jeden Fall der YouTube. Und die würden mich knallhart abziehen, das ist mir auch klar. Ja, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir Colin TikTok erklären. Nee, das verstehe ich selber nicht, da bin ich auch. Ich verstehe ja schon Instagram nicht. Ja, ich auch nicht. Das stimmt, Colin. Das stimmt. Du hast noch nie repostet, wenn ich dich markiert habe. Ja, weil ich kann das aber auch wirklich nicht. So, genau, das ist das Spiel. Wir sehen Pfeil und Bogen, mittelmäßig schöne Natur. Grafisch hat das Spiel tatsächlich was drauf, aber darüber wollen wir gar nicht so im Detail reden, weil was kann man denn in diesem Spiel erwarten? Man hat eine offene Welt mit einigen Häusern. Vielleicht gehst du mal in so eine Scheune. Schieß mal auf den Hasen. Oder schieß mal auf den Hasen, das genau. Essen, Nahrung. Oh, ist das gut. Was hast du damit jetzt gemacht? Ich glaube, er ist auf dem Boden. Jetzt habe ich es einfach mal drin. Ja, du warst jetzt. Okay. Wo ist der Scheiß? Der süße Kleine. Nach links, links. Wo ist er? Alter, links, am Silo. Was flimmert das denn so? Oh, nein, am Silo. Da ist er. Ich habe offensichtlich die Kannengläser nicht vernünftig.
Ja, genau! Aber ich will noch ein paar Features vom Spiel zeigen. Ja, bitte, bitte, so jung. Anton, ich würde da gerne ein Let's Play haben. Ja, ich sehe da auch großes Potenzial. Ey, das ist so geil. Oh. Geh doch mal in so ein Haus. Ungefähr, das ist die Spielgeschwindigkeit. Guck mal, die Hand, das da ist ein Grafikausbau, ist aber Aufbau ist. Der linke Daumen, da sieht man so richtig, wo die Patterns aufhören. Oh, stimmt. Aufhören, ja, so. Ja. Vielleicht hat er auch einfach eine seltene Krankheit. Ja, Nina? Ja, sind wir schon wieder da? Oh, Body Shaming Part 2. Pass auf, jetzt aber. Leute, Body Shaming ist nicht cool. Oh, hallo? Ja, yes! Du hast yes ihn. Da liegt das Biest. Das arme Kaninchen. Gucken, was. Aber ist ja wahrscheinlich gut. Kannst du jetzt looten? Ja. Oh, guck dir das mal, wie das da liegt. Oh Gott, das schon liegt fertig, oh Gott, wie ein Teppich. Brutal. Oder? Teppich. Das liegt doch da schon so, wie ein Flughörnchen. Ja, wirklich. Wie ein Flughörnchen. Oh, Knife. Oh, das tut mir aber leid. Was? Meinst du? Ja, da stand Knife required. Aber vielleicht hast du eins in der Tasche. Ja, sieht aus wie ein Knife. Ach, ist das deine Ausdauerleiste? Ja, genau. Die füllt sich immer wieder auf. Hast du eine Tasche? Also ja, hast du ja Alter, Rücken, aber kannst du mal mit Tap damit reingucken? Der nimmt es nicht. Ey, sag doch einmal was. Du musst ganz genau mit einem kleinen Fadenkreuzpunkt mal auf die Sachen zielen. Das wäre auch meine erste Kritik. Okay, dann bin ich. Es liegt nicht nur an mir. Nee, nee, auf keinen Fall. Das ist auch wirklich das Spiel. Alter. Das fand auch ich ziemlich kann man das ändern? Manchen Spielen kann man ja Fadenkreuz an. Das Hasen tut ein. Habe ich jetzt nicht bewusst nachgeguckt, vielleicht. Ich hab, gut, dann muss der Hase hier umsonst. Nimm mal 4 aber in die Hand. Geh mal auf Tab, vielleicht hast du ja eins dabei. Jetzt kannst du genau. Machen. Guck mal, du hast es direkt gefunden. Es tut mir leid, also für mich ist es intuitives. Ja, ist es ja auch. Also diese Spiele, das möchte ich auch direkt an dieser Stelle sagen, das erfindet das Rad in keinster Weise neu. Ja. Das gibt's wirklich tatsächlich wie Sand am Meer. Aber ich würde nicht sagen, dass es nur ein Acid Flip ist, was das irgendwie alles schlecht macht. Ich habe schon das Gefühl, dass es Potenzial hat. Warum, sage ich am Ende noch. Aber jetzt gucken wir erstmal hier rein. Lichteffekte können sich noch nicht so ganz entscheiden. Ob sie Outdoor- oder Indoor-Romantik verbreiten wollen. Das ja. Nee, genau, der Switch ist ziemlich direkt noch. Das finde ich auch ein bisschen Hardcut. Wobei, wenn man auf Stufe 4 stellt, die läuft hier nicht. Die Lumen-Stufe 4, da sieht es wirklich toll aus. Das kann ich euch einfach. Lumen-Stufe 4, was ist das? Das ist quasi eine Raytracing-Tricks-Technik von Unreal. Ah. Die. Ja, das ist ein bisschen anders berechnet und sehr schlau, performance-sparend, aber ähnliche Ergebnisse erzielt in Lichtberechnung. Ich rede gerade so richtig wie so ein Entwickler, ist irgendwie voll cool. Ja, ich hätte auch gern so ein. Wann spielen wir deine Early Access Games? Weiß ich nicht, aber ich kann dir gerne nach dieser Sendung ein bisschen was über Grafik erklären. Wirklich? Ja. Oh, voll gerne. Ich bin interessiert. Nice. Oh, hart. Das ist ja total geil, weil sonst fliehen die Leute immer und haben keinen Bock. Ich bin sehr interessiert am Ende. Ich bin wirklich. Also, ich kann auch. Okay, ja, geil. Dann wirst du jetzt gleich noch falsch schon zugedeckt. Also, für mich klingt das, sieht das alles aus, ob, wie du schon sagst. Effekte, nein. Genau, aber guck mal, ob du hier irgendwas looten kannst oder so. Ja, gut, ich müsste natürlich jetzt pixelgenau alles absuchen. Aber es sieht für mich nicht lootbar aus. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, hier ist ein kleines Dörfchen direkt ums Eck. Vielleicht können wir das noch kurz aufsuchen. Renn noch mal. Dann sehen wir wenigstens noch mal die KI-Bedrohung Zombie und was ja man so looten kann. Boah. Aber du hast ja eine Axt dabei. Drück doch vielleicht mal die Nummer 6 und fell just for the experience mal einen Baum. Wie bei Minecraft. Also so ein größeres. Oh, da schreit was. So einen. Einfach mal, damit man das sieht, wie klappen. Unterscheidet sich das Baumfällen zu The Forest oder so. Oh, voll schnell, drei Schläge und das Ding ist gefällt. Schnell. Das könnte aber auch an unserer Servereinstellung liegen. Wir haben ja alles auf recht einfach sozusagen gestellt. Und wie fast in jedem dieser Spiele kannst du dann das nochmal zerteilen. Du hast es sehr intuitiv gelöst. Ja, klar. Und hast jetzt die einzelnen Logs, die du einsammeln kannst, um dir dann eine Basis zu bauen. Das werden wir aber heute nicht mehr schaffen. Aber ihr da draußen habt bestimmt schon mal ein Spiel gesehen, wo man sich eine Basis baut. Am Ende ist das dann doch recht ähnlich, möchte ich nur so vorweg. Noch nie gesehen. Ist das das Dorf? Oder ist das noch das genau, das meinte ich, dass es hier so ein paar Häuser gibt. Und da vielleicht auch erst über die Straße. Treffen. Nein! Weißt du, das ist wieder so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir denke, ich liebe diesen Job, ey. Ich sitze hier einmal mit Colin, der noch nie diese Tastatur in der Hand hatte und gucke ihn dabei zu. Ich gebe aber auch zu, ich könnte mir vorstellen, dass das anfängst, weil so hat ja jeder mal angefangen, so wurde ich ja auch mal. Ja. Guck mal, da haben wir den ersten. Ich will aber den im Nahkampf umbringen. Der Harald. Ja, um auch keinen Lärm zu machen. Man hat ja viel gelernt in all den Zombie-Serien und Spielen, die wir spielen. Ja, genau, der hat. Boah, Colin, weich aus. Oha. Wo suchst du denn die Lebensleistung? Hallo, die Soundeffekte sind aber auch. Just in diesem Moment fragte ich mich dasselbe. Alter, das Ding ist kaputt! Oh. 5 Hammer! Was? Komm, jetzt springen! Das ist kaputt schon?
Spring da raus! Er ist doch der Hammer, den ich in der Hand habe! Spring und ich laufen! Ich komm doch nicht hier raus! Gott, ich hänge hier! Laufen! Lauf woanders hin! Ich kann nirgendwo hin! Also vielleicht kann er nirgendwo hin. Gleichzeitig WASD und spring! Vielleicht probierst du mal WASD und spring. Ich mach doch die ganze Zeit hier! Also, lass ihn an! Knall ihn vielleicht ab! Sieh, du bist doch rausgekommen. Ich sag doch, du kommst raus. Alter! Oh, jetzt schnell weg vielleicht. Guck mal, das Alter, was ist das für eine Scheiße? Und jetzt kommen alle. Jetzt kommen alle. Ja, hoffentlich. Wir wollen ja was erleben heute. Schön in die Schulter. Wo ey, lecker Pfand. Mach mal eine Bandage. Nimm mal dieses belohnende Geräusch. Rein mit der Bandage. Wie kann ich das benutzen? Auf ihn ziehen? Weiß ich nicht. Ich hab's mich noch nie verarzten müssen. Ach, leck mich doch. Das stimmt doch nicht. Aber warum hat man denn keine... Du bist, glaube ich, schon, oder? Ah, guck mal. Nee. Nee, drei. Oh, ich hab was! Du hast es auf den Boden gelegt. Colin, Colin, ich würde mal weggehen. Aber ja, ich renne ja schon. Nein, falsche Taste. Hinter ihm wahrscheinlich. Ja. Ja, super! Wie der aussieht! Warte mal, der wird sogar verletzt im Gesicht. Zeig Gesicht. Ah, du zeigst aber nur ganz kurz, er schämt sich ein bisschen. Ja. Alter, das war ich gerade nicht. Ihr habt gesehen, wie verzweifelt ich gesprungen und in alle Richtungen gegangen bin. Nee, das war ein Early Access Problem, würde ich sagen. Du konntest noch in so eine Ecke geglitscht werden, wo man da nicht mehr gut rauskam. Da habe ich den Fehler absolut nicht. Habe ich schon keinen Bock mehr. Aber tatsächlich. Aber mit dem Hammer kann ich überhaupt nicht zuschlagen. Müssen wir schon mal, nee, das ist ein Building-Hammer, haben wir vorhin gesehen. Ich kann auch mit der Konservendose zuschlagen. Aber was ist denn was ist mit der Realität? Aber ist die heutigen Spieleentwickler nichts mehr wert? Wo ist denn das Problem mit der Axt? Die hat die ist doch gleich wieder kaputt! Nee, die hat da unten noch eine super Leiste. Ja, jetzt. Sehr schön, da hört man richtig noch brechen. So muss das klingen. So müssen Zombies wirklich klingen. Hä? Lernkurve? Komm. Du hast halt auch Autos. Hast du das gesehen, wie das Gesicht schon halb gematscht ist? Der hat aber ist das wichtig, ob ich mir ins Gesicht schlage oder ist das bei solchen Spielen relevant? Nee, das ist bei solchen Spielen in der Regel schon wichtig. Ja, wie konntest du das überleben? Oh, toll, guck mal, Dismemberment. Mensch, toll! Toll! Oh, kann ich dieses Fleisch mitnehmen? Irgendwas war dazu. Ganz Zombie in einem Glas hast du den jetzt. Guck mal, jetzt habe ich Whisky im Jar. Wieso ist das so klein? Was? Warum? Könnte mich triggert immer noch deine Gesundheit. Du hast 1 zu 100. Ja, aber was soll ich denn tun? Ah, du hast doch ein Medikit. Geh mal da links. Ja, versuch's damit mal. Rechtsklick vielleicht. Geht nicht. Use. Hä, super. Boah, last second. Fuck. Ach, das war nur Klopapier da oben. Vielleicht. Also ich finde, ich komme langsam rein hier. Ja, es läuft. Also ja, laufen ist ein großes Wort. Aber möglicherweise mit einem Spiel, was schon weiter ist. Ja. In der Entwicklung und weniger... hold to search. Genau, das, man merkt, das ist noch ziemlich clunky, das braucht noch viel Polishing. Zieh doch an, lieber. Aber ich würde sagen, ich würde die Leute, die dieses Genre lieben, aber auch so einschätzen, dass sie da jetzt auch nicht die Erwartung an ein perfektes, perfekt aussehendes Spiel haben oder weiß nicht, was einen atmosphärisch total reinzieht, sondern hier geht's darum, dass vor allem der Netcode muss stimmen und eben das Ganze, naja, wirklich, weil... bei PUBG, das war ein spaßiges Spiel zu Beginn, aber der Netcode war so rotz, dass es manchmal wirklich abgefuckt hat, dass du nicht durch deinen eigenen Fehler gestorben bist. Das frustriert halt einfach. Und solche Spiele entwickeln sich am Ende des Tages immer im PvP. Ja. Das ist nicht nur was für Leute, die nett bauen wollen. Die haben andere Spiele. Guck mal. Oh, wow. Aber wieso kann er jetzt, wie zieht er denn seine Sachen aus, um die anderen anzuziehen? Weil er hat jetzt draufgeklickt und dann konnte er es nicht anziehen, weil da steht, ja, du hast schon was angezogen. Genau, geht nochmal auf Tab, da oben ist so ein Rüstungssymbol. Und hier hast du dann quasi nochmal... Ah, bestimmt. Genau, da kannst du es dann rein und rausdroppen. Auf Deutsch, genau. Sehr schön, du hast hier so ein Westchen an. Mach das richtig gut, Colin. Meine Schuhe? Nicht. Eins drüber, zwei drüber, genau. Ach so. Aber da musst du natürlich auch mal gucken, vielleicht hast du ja bessere. Ja, die sind besser, das sind Schnellschuhe. Speed. Schnellschuhe, das sind natürlich Jogging-Schuhe. Schnellschuhe. Ich werde auch Streamer, ich sag's euch. Ich wollte gerade sagen, Colin, ich würde dich gerne mal meinen Stream hard. Einladen. Du hast doch nicht mal Chat. Also den Stream würde ich sofort gucken. Wirklich? Auf jeden. Alter, das wäre so erbärmlich. So, wer lebt noch? Also im Prinzip, was ist wo will ich denn überhaupt hin? Schieß mal auf den Tanker, das ist bestimmt lustig. Das fände ich auch spannend tatsächlich. Ob's geht, ne? Ja, genau, sowas probiere ich immer ganz gern aus dem Spielen. Komm, guck mal, ich habe da keine Ahnung mehr. Du machst es auch immer so spannend. Ach, du hast schon alles verschossen. Hast du Inventar keins mehr? Aber das ist komisch. Vielleicht hat das nicht richtig griffbereit. Was ist dein scheiß Problem?
Er hat keine Ahnung. Mehr. Aber warum steht denn, da unten dann 0 von 7? Weil da 7 reinpasst, oder was? Ja genau. Also. Ich wollte auch mal eine Frage stellen. Ich esse erstmal ein bisschen Rabbit. Warum denn? Weil ich Hunger habe. Du bist doch nicht hungrig. Nein. Aber doch, hatte. Das. Ja, das waren 25 Minuten mit No One Survives. Ich liebe es. Du kämpfst ja auch nicht drüber. Vielleicht kommt man da auch nicht drüber. Mit dem Salzsprung zumindest nicht. Ich weiß noch, damals bei PUBG war irgendwie nach einem halben Jahr ein riesen Feature-Update Vaulting, also über Dinge klettern. Yeah. Das war ein Update. Yeah. Und so sieht aber Early Access auch aus. Du bekommst mit jedem Update nicht viel, aber du bekommst ständig Updates. Mhm. Und das ist irgendwo auch ganz cool, weil wenn man da wirklich tief drin ist und auch dem Spiel sein Herz gegeben hat, dann checkt man auch wirklich alle Patch-Notes und guckt da wöchentlich, monatlich wieder rein, je nachdem, sagt, was der Zyklus ist. Geil, ich finde es cool, so ein Spiel einfach mitzuerleben und ja. Oh, das ist eine andere Zombie-Attacke. Und wie gesagt, kombinieren wir das mit. Ich gebe einen Daumen hoch. Du gibst, du hättest jetzt echt noch ja, weil länger zu gucken. Also das Ganze, ich kann es überhaupt nicht vergleichen mit anderen Spielen dieser Art. Ja. Deswegen über alle Stärken und Schwächen. Man. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das, dass ich extrem gut werden könnte in 3-4 Jahren, wenn ich sowas intensiv spiele. Und so eine Zeit brauchen diese Art von Spielen in der Regel auch, um tatsächlich dieses Potenzial auszuschöpfen. Die Scheißaxt, ja. Also ARK Survival Evolved ist auch in diese Kategorie mit einzufügen, dieses Dino-Aufbau-Survival-Spiel. Ja. Und ist mittlerweile auch Einarm-Johnny! Ja. Bei PvP, geil, geile Nummer. Videospiele machen nicht aggressiv. Bei PvP-Leuten sehr beliebt geworden und das hat jahrelang in Early Access. Jetzt stinkt wieder mal, sorry. Bis es da war, wollte ich ja sagen. Komm den anderen Arm noch, komm. Schön zum er schlägt Abschluss doch nicht mehr zu! Ja, weil, weil du keinen Ausdauer mehr hast. Ja, aber da kommst du doch wieder. So macht man das nämlich in der Wildnis. Schlecht. Also was muss ich sagen dafür, dass es noch so early ist, dass man da schon so viel reparieren kann, möchte ich es nennen. Also wenn der Hamann kommt, dann schlackert nicht nur Friseusen mit den Ohren. Ja. Das ist ein krasser Typ. Jetzt hast du deinen Daumen nach oben gegeben, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ja, man es überhaupt nicht beurteilen kann. Ich leide aber irgendwie mir vorstellen kann, dass das einen großen Spaß macht, sich in sowas reinzudingsen. Ich leide immer meinen Account, dann kannst du nochmal abends schön in Ruhe und so. Ja, aber ich will ja eigentlich das Beste in diesem Bereich spielen. Ja. Und das ist die Frage, warum das jetzt besser sein könnte oder werden. Genau, ist es, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wenn sie ein bisschen noch daran schleifen, könnte das grafisch ziemlich krass werden. Aber natürlich brauchen sie noch irgendeinen USP. Und den habe ich bei dem Spiel bisher noch nicht wirklich gefunden, weil aktuell, und DayZ hat ewig gebraucht, ist DayZ da das Nonplusultra und so viel gespielt wie noch nie. Möchte man gar nicht meinen, hat aber letztens einen Spielrekord auf Steam geknackt. Und deswegen sollte man doch dann lieber das, was gerade an dem Punkt ist, wo es gefühlt fertig ist, mal spielen. Anstatt das könnte ich zumindest die Entscheidung verstehen. Janina, wie sieht's bei dir aus? Ich bin großer Zombie-Survival-Fan. Ja. Also ich mag Shooter, whatever. Bauen finde ich auch super. Ich habe schon ein paar Titel in die Richtung gespielt und ich finde es absolut grauenhaft. Das kriegt auf jeden Fall einen großen Daumen nach unten, weil ich auch nicht sehe, was die anders machen als Vorgänger. Deswegen bin ich bei Colin. Okay, Colin, man merkt, du hast einfach nur, das ist das einzige Spiel, was du in dieser Kategorie einordnen kannst. Das hättest du nicht mal ansatzweise den Daumen in die Richtung nach oben genommen, meiner Meinung nach. Ich finde es leider ganz schwierig. Und ja, klar, in einem Jahr ist vielleicht nochmal was, ist noch mal ein bisschen krasser, aber ich glaube, so nach dem, was ich jetzt gesehen habe, das Wasser. Den großen Giganten, die das schon seit Jahren machen, können die doch niemals reichen. So, das ist mein Eindruck. Deswegen. Ja, allerdings muss man sagen, das Genre wird kaum von Giganten befüttert, sondern das sind immer recht kleine Entwickler. Ja, aber in dem Sinne von, also die sind da gerade in dem Genre. Die genau, dass es schon viel gespielt wird, irgendein Konkurrent und so. Ich würde tatsächlich an der Stelle den Daumen in die Mitte geben, so ein was Unentschlossenes. Guck mal, haben wir und genau, und ich kann es auch ganz gut begründen. Und vielleicht hättest du den auch fast gegeben, wenn du selber gespielt hättest. Weil ich muss sagen, das hat schon ganz gutes Movement. Die Waffen und so haben sich für diese Art Spiel für mich ganz gut angefühlt, gerade dass sie so schwer zu handeln sind, das brauchst du in solchen Spielen, darauf kommen die ein bisschen, also darauf wollen die auch ein bisschen hinaus, dass da tatsächlich Ego-Shooter-Pros dann im PvP auch delivern können. Das Base-Building und so habe ich natürlich noch zu wenig gesehen, aber ich sehe total Potenzial in dem Spiel. Also das mache ich aber auch immer so, wenn ich keine Ahnung habe, tue ich so, als wüsste ich. Nee, er sieht da schon was du gesagt hast, habe ich gerade versucht haben anzuwenden. Also du sagst, Profis können im PvP auch das und so. Da war deswegen habe ich auch auf dich gezeigt. Ja, ja, ich bestimmt, spul zurück. Ich dachte, ich spiele es doch nicht. Ja. Schau mal von vorne. Aber dann haben wir doch mal alles dabei an Bewertungen. Daumen hoch, Daumen runter und ein etwas unentschlossenes Fazit.
So, und auch nochmal zu, ich habe es übrigens die ganze Zeit falsch gesagt, das war sehr amateurhaft. Es hieß übrigens eben No One Survived und nicht, ich habe immer gesagt Survives. Nur dieser kleine Unterschied, damit ihr auch wissen, wisst, was ihr suchen müsst. Ach, es ist doch nicht das andere Spiel, wovon du die ganze doch Zeit geredet hast. Doch nicht das andere mit dem Survive. Ist ja klar, dass ich damit nicht klargekommen bin. So, jetzt kommen die Ausreden. Noch nicht arbeiten. Wie lange wollen die da drin verbringen? About a year, also auch ein Jahr, das sagen sie eigentlich alle. Es scheint die Standardantwort zu sein. Allerdings habe ich hier noch keine Roadmap so direkt gefunden. Allerdings, wer Steam ein bisschen kennt, weiß auch, dass es nicht immer an der gleichen Stelle ist. Ach nee, guck mal, hier ist es doch. Wow. Oh, oh, ist nicht ganz so schön gestaltet. Oh mein Gott. Aber sie scheint... Alter, guck mal, Punkt 29, 30, was? Aber warum sind vor allem alle Zahlen unterschiedlich groß? Wenn die das schon nicht geil bekommt, woher weiß ich dann, dass die Axt die Originalgröße und Proportion zum Baum hat? Ich bin bei dir. Also wirklich, was ist das? Das stimmt. Aber vielleicht sagen die einfach, was ich eben mit den Videosequenzen im übertragenen Sinn meinte. Scheiß der Hund drauf. Hier geht's nur um die Information. Das ist schon wichtig. Die Design-Power lieber in die Axt stellen. Ja, aber ist auch ein bisschen, ich bin da bei euch. Ein bisschen vermittelt es mir schon Kompetenz, weil vielleicht ist es auch einfach so ein Magnetding und sie haben das irgendwie abfotografiert und sie planen einen riesigen Coworking-Space. Das klingt auf jeden Fall... Du hättest mich dafür umgebracht, wenn ich das bei Game 2 gemacht hätte. Zu Recht. Ganz auch, einfach. Ja. Aber da hatten wir auch wir waren ja immer im Early Access, weißt du. Aber ihr seht, hier, das könnte ein Zombie im Spiel sein, ist er vielleicht sogar schon. Infected Person. Es ist auf jeden Fall schon mehr drin, als wir heute gesehen haben. Das möchte ich auch nochmal als Disclaimer raushauen. Ach du Scheiße, ist das Team? Später dran. Schließe ich da raus. Nein, nein, einfach, for clothing. Ja, aber das sieht aus, als wären die alle Fortnite Dance ready. Guck mal, hier sie und sie. Man Ninja im Fishing System. Also kommt geiler Scheiß, Leute. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, dass man natürlich sich das Ganze mal en Detail anschauen sollte, bevor man es kauft, was denn die Entwickler aber auch aus dem Spiel machen wollen, weil das wird in der Regel schon ein bisschen preisgegeben. Wahrscheinlich müssten wir irgendwann noch eine zweite Show aufmachen, die immer mal wieder in diese Update-Zyklen der Spiele, die wir uns hier schon angeschaut haben, dass wir da noch mal reingucken. Das ist hier jetzt erstmal noch nicht vorgesehen. Aber wir haben noch ein Spiel aus dem Januar, welches wir noch nicht gesehen haben. Und zwar, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist auch die Perle unserer heutigen Ausgabe. Was das ist und wie es aussieht, seht ihr jetzt gleich. Ihr Lieben, da sind wir mit dem letzten Spiel dieser heutigen Ausgabe. Und vielleicht hat die eine oder andere Person es schon kommen sehen, denn ich habe wirklich die Presse von verschiedenen Seiten schon viel von diesem Titel reden hören. Und zwar handelt es sich um keinen geringeren als Inculinati. Und ich habe es, glaube ich, falsch betont, denn Betonung liegt hier auf Ink. Und zwar, was ist dieses Spiel? Ein rundenbasiertes kleines Strategiespiel in einer sehr ansprechenden mittelalterlichen Pergament-Zeichenoptik und offensichtlich spielt das Zeichnen gewisser Dinge auch eine Rolle. Was genau, gucken wir uns jetzt direkt an. Wir müssen vorher nur noch entscheiden, wer von euch beiden spielt. Jetzt haben wir natürlich die unangenehme Situation, beide haben einmal gespielt. Wie sollen wir jemals entscheiden, wer das jetzt sein wird? Ich kann es uns leicht machen. Ich kann es uns auch leicht machen, denn du hättest es mir gegeben wahrscheinlich. Selbstverständlich. Aber ich habe das auf der Gamescom mit den EntwicklerInnen gesehen und war direkt dabei, als sie das neben mir gespielt haben. Deswegen gibt das Colin. Nein, wir wollen doch was vom Spiel sehen jetzt auch. Wir wollen doch nicht mit PC-Spieler-Unvermögen erste Klasse jetzt schon wieder im Tutorial hängen bleiben, oder? Wir wollen doch jetzt alle was vom Spielen sehen, ihr da draußen, oder? Ja, guck mal hier. Klaas F. schreibt, gerne direkt ins Spiel, gerne Walle oder Janina gehen. Dann nimm doch jetzt den Controller. Ja gut, dann nehme ich den Controller. Ich finde es sehr spannend, ich bin ein großer Dedelic-Fan. Und ich glaube, das Spiel ist cool, aber trotzdem möchte ich mich da an der Stelle zurücknehmen. Ich war da schon ein bisschen näher dran als du jetzt, Colin. Okay. Genau, fang doch gerne mit der Akademie an, weil da wird uns grundlegend das Spiel erklärt. Und ich war ja heute, habe ich ja ein bisschen die Rolle eingenommen des Erklärbärs. Das kann ich an dieser Stelle nicht leisten, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel verstanden habe. Denn jetzt kommen wir in Sorry, ja, bitte, jetzt kommen wir. In das Territorium, wo ich mich auch nicht auskenne. Das ist nämlich nicht mein Spiel. Okay. Achso, ich dachte, du wärst quasi der. Also doch, ich weiß bestimmt schon mehr als. Du brauchst ihn gar nicht, Colin. Ja, ja, trotzdem. Sind wir noch in der Ladezeit? Ja. Nee, ich glaube, du musst da einmal drücken.
Ja, genau. Komm, also jetzt hast du doch einen Controller in der Hand. Es ist mir nur verwirrt, wenn an der Tooltip-Modus angezeigt wird. Ja. Aber nicht das, was man machen muss, um im Spiel weiterzukommen. Vor allem, wo war der Tooltip? So, genau, ja, exakt. Okay, so. Die Meister in Kulinar, die kämpfen auf den Rändern mit dem Manuskript, mit dieser, alles klar. Gut vorgelegt. Aha. Genau, das kann man erstmal so wegskippen. Jetzt tatsächlich wird's erst, also jetzt wird so ein bisschen einfach nur erklärt, was wir da auch sehen. Hier werden halt diese kleinen Tierchen gezeichnet und ich weiß noch persönlich noch nicht, vielleicht kannst du das, vielleicht haben die Entwickler dir das verraten, was genau ist es mit dem Zeichnen, nur so ein witziger Twist oder spielt das wirklich eine Rolle? Die wollen quasi, so wie ich das verstanden habe, damit zeigen, dass du gerade auf einen, also wir befinden uns im Mittelalter auch, ja, und dass die quasi dieses Spiel auf einem Spielbrett spielen und manchmal zoomen die so raus, dann siehst du, dass nebendran Gras ist, also dass die das quasi wirklich gerade zeichnen, spielen. Okay, weil man es ja auch so zeichnen, spielen könnte, es wäre nur nicht ganz so convenient wie jetzt für uns. Genau, ja. Aha. So habe ich das verstanden. Genau, das ist alles noch recht basic, hier lernt man nur, wie man diese Einheiten da platziert und einsetzt. Was genau hast du daran nicht verstanden, was Sinn des Spiels ist oder wie man die... Achso, diese ersten drei Hinweise, die habe ich noch verstanden. Ja. Nee, also verstanden habe ich schon alles. Mir geht es oft eher darum, ich glaube, ich brauche ein bisschen länger als andere Leute, alle Werte zu checken, das Verhältnis von denen und worauf ich auch strategisch achten muss, weil der Gegner hat mich dann häufiger mal überrascht, sag ich mal. Kriegst du auch nicht in den ersten 25 Minuten. Wahrscheinlich eben nicht. Das ist ja wie auch so Brettspiele, die musst du halt mal irgendwie gespielt haben, bist du, das sind die Strats und so. Ja, genau, aber deswegen mache ich auch ungern bei Du bist mit. Weil das hab ich auch immer alles nicht. Ja, stimmt. Danach denkt man sich, oh, die Strat wäre anders gewesen. Ja, genau. Verstehe ich, ja. Deswegen, wenn ich bei Du bist eingeladen werde, kaufe ich mir immer das Spiel und zock's eine Woche 8 Stunden am... Nein. Den Eindruck vermittle ich auch in Du bist nicht, definitiv. Ich wäre jetzt auch komplett weggeflasht. Nee, das ist meine ganze Rockbeans Arbeitszeit, geht in Du bist Spiele. Alles in Du bist. Okay, aber zurück zu unserem Brettspiel hier, weil im Endeffekt ist es ja gar nicht so viel anderes. Colin, wie ist dein erster Eindruck? Die ballern einem also mit Sachen zu. Du, das stört mich auch. Mann, ich bin gedanklich, war ich relativ schnell raus und bin auf meinem Second Screen hängen geblieben. Ja, das ist so ein bisschen gerade dieses, dass man so denkt, Leute, ey, es ist wahrscheinlich ein Advance Wars. Nur in anders. In anderer Optik. Aber er gibt dir das Gefühl, es ist alles irgendwie ganz anders und kompliziert. Vielleicht auch nicht. Also, guck mal, ich mache es einfach. Wir sind irgendwie eine Art Tutorial. Ich finde, der Stil gibt aber das Gefühl, dass man gebildeter sein muss, als man ist. Vielleicht, das werden wir ja noch rausfinden. Ja. Bisher habe ich eigentlich nur das gemacht, was das Spiel mit A und Stark Drücke links, rechts will. Stark, also. Ja. Ist stark. So, genau. Okay. Mhm. Weil ich mag grundsätzlich rundenbasierte Strategie ja ganz gerne. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr, man kann das auch mal weglegen, kann irgendwie parallel kurz eine Frage beantworten. Das kann man also auch super auf der Arbeit machen. Oder zu Hause, du hast ja auch Familie und so. Da hat man ja auch nicht immer Zeit, aber vielleicht mal zwischendurch eine Runde. Zu hören. Colin, hast du in Darkest Dungeon gespielt? Nein. Oh, das soll ganz grandios gewesen sein, ne? So, und jetzt kann ich dir noch... Ich sehr gerne. Ach, der kann schleudern. Hat man so ein bisschen so ein... Das erinnert so ein bisschen daran, was mit dem Grundaufbau... Das stimmt. Aber da konntest du dir auch irgendwie so Kartendeck aufbauen, oder? Konntest dir deine Leute so zusammenstellen. Genau, Das kannst du da ja in gewisser Weise auch... Okay, stimmt, das kommt noch. Und so. Das ist halt Platzierung und wie weit kann wer welche Attacke machen, erinnert mich halt an Darkest Dungeon. Genau. Darum geht's da ja. Übrigens meinte ich eben das, dass du erstmal bei jeder Einheit dann natürlich lernen musst, wie viele Felder kann sie gehen, wie oft muss sie aussetzen und das so. Das stimmt, ja. Und ich bin einfach super schlecht in sowas merken. Deswegen, glaube ich, brauche ich da einfach zehnmal so lang wie andere Leute. Braucht seine Einspielzeit. Na, ich weiß nicht, andere Leute brauchen auch ihre Einspielzeit, glaube ich. Das stimmt. Aber vielleicht haben andere mehr Geduld. Also ich sage auch relativ schnell so... Ich bin innerlich gerade so ein bisschen... Ja, move davor. Ja, es geht mir einfach nur darum, das ist alles gut. Ja, also wir moven jetzt mit John Boy Walton dahin und schlagen zu. Das wäre jetzt der Plan, ne? Okay, es ist wirklich so. Genau, das kann ich ein bisschen abkürzen. Das ist so ein Randomizer, du musst einfach nur im richtigen Moment drücken und wenn du es nicht. Ach so, ich wollte das aber eigentlich gar nicht. Ich habe LB, RB gedacht, weil ich dachte, da unten könnte man jetzt irgendwie die Aktionen durchschalten. Kannst du auch. Dann läufst du und dann schlägst du. Keine Ahnung. So, er geht jetzt dahin. Genau, der macht das jetzt erstmal. Ja, das hatte ich mir jetzt gedacht. Mhm. Hier auf Schlagen. Rein da. Und jetzt kommt das. Jetzt kannst du A drücken bei der Zahl. Ah, okay, verstehe. Aber der macht bei 7. Ja, habe ich es übrigens auch nicht gecheckt. Ich dachte, ich hätte noch Zeit für einmal runter. Egal. Dachte ich auch. So, er kommt jetzt dran vorbei, haut auf den Skriptor, der geht natürlich jetzt zurück. Schlägt nochmal. Haut zu und jetzt pass auf. Ich mag übrigens die Illustration. Ach, dumm.
dieser Gegner. Janina gesagt, ich soll bei 7 stoppen. Aber offensichtlich ist das was von hinten. Von hinten Schaden, ne? Ja, das war nicht schlecht. Kann er sich jetzt in Sicherheit bringen noch? Nee. Was war das jetzt nochmal für eine Möglichkeit? Du kannst verschieben, glaube ich, mit der Hand jetzt. Ja. Du kannst den. Ich konnte den jetzt verschieben. Cool. Ach, das konnte der Skriptor wahrscheinlich machen. Ja. Mhm. Und das ist ja gar nicht schlecht. Da sind die Gegner dran, denke ich mal, oder? Nee. Der Gott. Ja, doch, doch. Er will schon wieder uns anhauen. Oh, 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 wow. Oh, oh. Das war ein Roundhouse, ne? Double Hit. Das kennen wir alle drei so richtig. Wow. Wirklich. Gar keine Ahnung vom Spiel, alle drei. Mensch, das war toll. Ja, das war beeindruckend. Wähle dann die Hauenaktion, Visier ange. Okay. Oh, was? Wir können auch so. Okay, also nochmal. Okay, okay. Ich will es einfach probieren jetzt. Ja. Ist aber der Hund wieder dran. Soll der Hund hinter den gehen? Ja, ja, ne? Mach doch mit Händen, mach mal mit dem Hund erstmal Henry platt. Ja, ja, ich überlege nur, wenn er nach hinten geht, macht er mehr Schaden. Ich glaube, das ist egal. Er hat doch eh nur 3 Leben, aber ja, kannst du machen. Okay, dann machen wir das doch. Ja. Oh, warum hat der jetzt nur Totenköpfe? Weil er in jedem Fall tot ist, glaube ich. Ja. Ach, so ist das gemacht. Er hatte nur noch 3 Lebenspunkte, jetzt wahrscheinlich. Ist ja, war scheißegal, wo du jetzt sozusagen. Jetzt hab ich gecheckt. So. Was ist Schlafen? Wer ist denn hier? Dann setzt er eine Runde aus und du kriegst aber einen Ink wieder. Was bestimmt wieder so eine Aktion oder ja, was? Ja, oben hast du diese Ink-Tropfen. Die genau. Nein! Colin! Warte, geh zurück. Oh, sehr gut. Er hat noch. Ja, der ist auch direkt dead. Und ich glaube, wenn die leer sind, dann hast du keine Aktion mehr. Oh, also stark. Auf den dicksten Toten. Ja, wenn schon tot, dann nochmal dann aber richtig. Ja. Easy Spiel. Ich weiß nicht, wo die strategische Tiefe ist, aber. Doch, es wird extrem kompliziert. Ja, jetzt können wir ja direkt mal ins Expertenlevel springen, um zu gucken, was noch kommt. Jetzt wenden wir das an. Ja. Okay, es war jetzt das allererste. Mal gucken. Genau, ja. Wie steigert sich's denn jetzt? Kriegen wir vielleicht auch jetzt schon ein Gefühl für, wie der Schwierigkeitsgrad so anzieht, in welchem Tempo ihr lernen dürft? Godfrey. So, guck dir das mal an. Welle nach. Das sind die Handaktionen. Oh, den kannst du einfach aus der Map schieben. Plötzlich Smash Brothers. Aha. Was mich direkt interessieren würde, das ist doch prädestiniert für Touch und so. Ja, ja. Gibt es das schon fürs iPad bestimmt, oder? Muss ich gleich mal nachbessern. iPad? Ja, halt für Touch-Geräte, meine ich. Also, Switch? Oder Switch. Soll ich mal gucken, ob es auf der Switch geht? Ja, könnte man gerne machen. Ja. Oh, ist es jetzt zu überraschend? Nee, gar nicht. Nee, ich hätte es ja selber jetzt nachgeguckt, weil ich das tatsächlich nicht nachgeguckt habe. Achso, ich würde nur kurz gucken, was die Plattformen sind. Wie heißt es? Inculinati. Ich guck mal, ich bin so ein Nintendo-Noob. Ich habe sogar eine Switch, aber hat die einen Touchscreen? Ja, ne? Also jetzt, das wäre jetzt das. Ja. Habe ich nicht gefragt. Okay, das ist. Okay, also wir schieben mal. Krank. Switch, ja. Nintendo Switch. Hä? Oh, was? Du hast dich selber von der. Ach Mensch, Colin. Das wollte ich nicht. Janina, wir haben was verpasst. Das war hilarious. Ich wollte eigentlich. Ich habe es falsch, offensichtlich völlig falsch gelesen. Niemand hat das aber auch gesehen. Also gut, Switch. Geschaut, aber ich würde zurückspulen. Also ich guck's mir an. Achso, ich hätte. In dieser Folge wird viel gespult. Okay. Du meinst, also ich muss. So ein Handygame könnte es werden. Das meinte ich mit Touch eigentlich, ja. Ich habe halt. Ja, ich habe an die Switch direkt gedacht, aber ich guck mal, ob es im App Store ist. So, ihn kann. So, den Boy schiebe ich jetzt mal. Schon mal nicht. Zack. Ah ja, Oh, der hat einen ganz traurigen. Wunderbar. Gemacht. Und ihn kann ich jetzt dahin schieben. Wenn das so sein soll. Stark gelernt auch. Ja, knallhart. Wie, und das war's? Sie ist jetzt auf dem ersten Ding nicht. Es ist ein Tutorial, was man gerade vorgibt, es ist deutlich komplexer. Dafür, dass du nur eben. Aber es gibt einem gute Vibes. Du hast viel Erfolgserlebnis heute schon gefeiert. Im Tutorial, ja. So, jetzt geht's zu Maid Marian hier. Mal gucken. Oh, Videosequenz. Hä, wie gut. Nein, was haben wir? Was ist das denn? Warte mal, die haben was gedreht. Das finde ich ja jetzt geil. Mega, die sind fast so gut wie die Game Tour-Requisiten. Das war wahrscheinlich günstiger, als das als FM, als CGI zu machen. Wahrscheinlich. Ja, sie freut sich sie schon. Sie spielt es gerade. Dann sehen wir das Wow. Setzt euch. Zocken die gegeneinander. Lord Godfrey. Imagine, so zeichnen können. Die konnten aber auch toll zeichnen damals. Damals. Ging dann verloren. Ja. So. Das ist cool. Und das mag ich irgendwie, dass sie da so ein bisschen sowas Reales irgendwie in dieses Paper-Ding bringen. Tatsächlich. Ja, es ist ein bisschen mehr, als man erstmal erwartet. Ja. An den Rändern kann ich sie direkt wegschieben. Ich bin also Godfrey gegen Hildegard. Ehrlich. Das klingt für mich. Let's go, Golan. Der ist so. Alles klar.
Okay. Mhm. Alles klar. Womit kann ich ihn stoßen? Mit einem. Na ja, gut. Mit einem Stoß. Zu den winzigen Inclinati. Mhm. Ja, krieg ich hin. Gut. Also, Main-Ding ist wahrscheinlich, sie entweder zu stoßen oder dass sie keine Lebensprobleme hat. Genau. Richtig? Ja. Ja. Ich habe aber schon 12 Lebenssteine, sie nur 9, die Hildegard. Okay. Gut, kommen die Hunde wieder. Sorry, ich war gerade gedanklich 2 Minuten AFK. Ich habe aber so einen Blick gemacht, dass ich so wirke, als würde ich genau verstehen, ja, was ihr sagt und dem zustimmen und so. Das passiert mir schnell bei solchen Spielen. Ja, weil hier jeder liest für sich, ne? Ja. Weil niemand von uns hier die Qualitätsarbeit übernimmt. Auch doch, für euch da direkt, draußen. Ich habe direkt das vorzulesen. Guck mal, wir haben 12 Tintenflecke. Unten kannst du nur 2 auswählen. Also wir können nicht alle 3 Buddies mitnehmen. Das außer ist sehr gut kombiniert. Außer wir schlafen ein paar Mal, dann kriegen wir Tinte zurück. Dann können wir vielleicht einen später zurückholen. Sag mal, wie viel hast du dich mit diesem Spiel beschäftigt? Gar nicht. Ich hatte einen 20-Minuten-Slot mit den EntwicklerInnen, die gedoppelt haben auf Englisch. Das ist aber schon mal krasser Bonus. So. Ja. Also ich meine, du hast ein paar Key. Ja, aber ich kann mir auch ein paar Sachen draus. Also, ich habe halt woanders geguckt als ihr wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also, wir haben jetzt 3 Slots und können jetzt die Dudes platzieren. Ja. Mhm. Fernkämpfer geht nach hinten. Mhm. Aber das ist ja. Okay. Hildebert. was haben wir noch hier? Lanzenmann geht hier hin, der kann, glaube ich, auch. Hey, stopp, Colin, du kannst nur noch einen platzieren, ne? Bevor du jetzt. Boah, weißt du das nochmal? Weil du noch 6 Tinte hast und der kostet 6 Tinte, beide noch. Du hast noch 6 Tinte. Oh, oben links ist die Tinte. So, was kann denn der? Ja, ein Schwerti oder ein. Jede Nacht kriegst du wohl eine Tinte. Ich möchte aber den Schwertmann haben. Wenn die aussetzen, nee, ich. Ah, okay. Also, wenn die ihre Aktion. Ich nehme jetzt, ihn jetzt hier hin. So. Krass. Ich nehme nicht Schwerti-Boy. Ich habe Lanzenboy und. Arrow. So, sehr gut. Nein, nicht nach links. Warum sollte ich jetzt. Kriege ich dann die Tinte wieder, wenn ich den jetzt direkt nach wegstoße oder was? Nee, das ist wahrscheinlich eher weg. Bitte mach's nicht. Ich wisch ihn doch gar nicht. Ich will ihn auch gar nicht. Ja, dann geh mal noch 1, 2 nach rechts. Was ist. Also. Hauen? Soll er nicht? Jetzt ist. Oh Gott, Leute, noch mal ganz kurz. Wer ist denn jetzt gerade dran? Ich glaube, Godfrey ist dran, ne? Lass ihn schlafen, mein Godfrey oder? Könnte schlafen, bewegen. Zum Beispiel könnte den Tod fallen. Bewegen will er aber nicht. Der kann doch nur gestoßen werden, wenn er, um sich zu bewegen, oder? Probiere ich jetzt mal aus. Nicht einfach selber laufen? Nee, das sagt er doch. Das stand er doch eben. Ich probiere mal, was jetzt. Naja, ist jetzt schon mal nicht schlecht. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt gerade nur gedacht, wieso. Okay, also ich drücke ihn an. Nicht nach links, nicht nach links, du ziehst ihn runter. Ja. Haben wir das auch mal gesehen? Das haben wir doch vorhin schon gesehen, da wo wir nicht aufgepasst haben. Stimmt. So, ich kenne jetzt. Mach am besten nicht. Oh Gott, genau. Ey. Oh mein Gott. So, krieg ich jetzt Tinte zurück. Tinte. Ach ja, gut, siehst du? Okay. Er geht jetzt direkt auf den Tintenfleck. Ja. Zack. Bewegen. Sind wir alle einig, ne? Ja. Ja. Colin? Ja, mir geht's einfach nur darum, die Reihenfolge der Spielfiguren ist, kann ich die jetzt ändern? Das will ich gerne mal wissen. Versteht ihr? Wer ja. zuerst ja. macht? Ach, schön, gut zu wissen. Gut, das war mir nämlich nicht ganz klar. So, also, wir bewegen ihn dahin. Ich glaube, wenn du die Steuerung erstmal richtig drauf hast, dann geht das zack, zack, zack. Ja, das glaube ich auch, ja. Jetzt wirkt es für mich gerade so wie der erste Mensch, der einen Controller auch hat. Ging mir aber absolut genauso. Controller, Tastatur und Maus findest du nicht cool. Controller brauchst du erstmal eine Weile. Was tu nicht so, nur weil du nur 20 Minuten mit den Entwicklern ich weiß exklusives One-on-One so bekommen viel. Hast. Ich erschließe mir halt auch so, Dinge. Ich will jetzt die Tinte haben. Wie kann ich mir die jetzt holen? Was stand da gerade? Das haben wir alle nicht aufgepasst. Doch, hast du schon. Links steht schon +3. Links oben. Ach geil, die will ich natürlich gleich mal richtig. Aber 3 Tinte reicht uns natürlich nicht. Noch nicht. Aber er kann nichts tun. Er könnte jetzt höchstens noch. Attacke? Kannst du nochmal laufen? Was ist das? Schubsen? Das weiß ich. Stoßen. Ah, ja. Ach so, damit kannst du ihn natürlich runterkicken. Ne? Das ist Stoßen, Pfählung klingt gut. Oh ja, das klingt wunderbar. Speer. Aber das ist Beten. Wie viel Reichweite haben die denn? Ich schlummer jetzt mal. Nein, hier. Warum? Okay, ja, nee, du spielst, sorry. Weil ich jetzt die Aktion beenden muss. Ich kann ja nicht weiterlaufen. Oder kann ich noch weiter? Warum nicht? Okay, kann ich doch noch. Und dann zuschlagen. Aber dann, nein, da schlummerst du direkt. Ja. Stimmt. In dem gelben. Ja, okay, ich verstehe. Also nochmal von die Logik. Da könnte ich noch, aber ich glaube, ich kann nicht über 2 Felder pfählen. Weiß das jemand? Ja, kann ich. Ja, kannst du. Nice. Aber das reicht ja nicht. Ich muss ja über 3 Felder pfählen.
Wieso? Wenn du, ach so. Wenn ich zwei gehe. Ach, okay, ja. Ja, aber dann geh lieber nicht vor, weil dann kann er dich auf jeden also Fall... Also sowohl das, als auch das, als auch das. Ja. Genau, der Hase kommt doch niemals zu mir, deswegen penne ich jetzt hier mit dem. Okay. Gedrückt halten. So, darf ich jetzt meinen... Boah! Schafft's bis zu dir. Eieiei. Er schafft es doch niemals zu mir. Es kann einfach nicht wahr sein. Wirklich, weil ich freiwillig... Nein, ich will nicht, also... Und er kann jetzt aber auch nicht gehen, ne? Das war das, was er nicht konnte. Oder doch, ich kann ihn schubsen, ach so. Oh Gott, ey. Also ich glaube, das macht richtig Spaß, wenn man da drin ist. Ja. Das glaube ich sofort. Ich bin nur gerade ein bisschen mit den Möglichkeiten hauen. Ach so, ich kann direkt... Jetzt. Er schläft jetzt noch. Boom. Hey, was? Ach so, der Zeichner das konnte er jetzt. Aufhauen. Das konnte er jetzt machen, genau. Geil. Jetzt kann er aber wohl nur noch schlafen. Ja. Hm. Jetzt kann aber Hundemann gedrückt dran. Halten. Ich hoffe, der ist wach. Nee, sie ist jetzt erst dran. Der Hundemann ist wahrscheinlich immer noch am Aussetzen. Ja, wahrscheinlich. Ah, jetzt schlafen die Gegner. Nice, jetzt alle. Hast du die Punkte. So, jetzt bin ich wieder dran. Okay. Die Zugreihenfolge habe ich dann auch nicht genau aufgepasst. Ah, guck mal, wenn du da stehen bleibst, sammelst du noch mehr Ink. Die ist noch nicht leer. Mhm. Ach so. Ja, ich brauche jetzt ja auch ein bisschen. Ja, genau, ich besetze jetzt hier sozusagen das Ink-Depot. Mega. Okay. Das haben wir natürlich rausbekommen schon. Wäre halt geil, jetzt noch einen zweiten Hund zu haben. Ich stoße jetzt aber erstmal. Nach der nächsten Runde kommen wir jetzt gleich einen Hund. So, pass mal auf. Warum kann ich das erst nach der nächsten Runde? Weil wir. Ja, weil ich hatte Cooldown. Vier oder fünf. Aber wo kann ich das denn überhaupt sehen? Cooldown ist da eine Runde bei. Nee, aber das ist theoretisch das Zeichenmenü. Was? Alter. Nee, das. Genau, wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Das habe ich nämlich auch gerade nicht gecheckt. Du kannst ja. Oder ist es. Ach so, wenn du jetzt X drückst, dann könntest du diese Figürchen zeichnen wahrscheinlich. Nein, aber noch nicht das ergibt Sinn. Ach, ja, das. Okay. Mhm. Okay, dann lasse ihn jetzt mal hier stehen und wechsle mal eben kurz. Er soll mich jetzt endlich diesen Hasen wegballern. Ne? Da sind wir uns so einig. Was ist denn stärker? Was ist stärker? Also der Speer attackiert bis zu zwei Felder und eine Ebene weit entfernt. Das ist gut. Macht genau 3 bis 5. Und das andere ist ebenfalls. Mhm. Aber nur alle 2 Kapitel einsetzbar. Dann nehme ich natürlich das. Ja. Sicher. Oder das, was nur 1 Reichweite hat. Ne? Was ist mit den anderen? Was war denn das, was du meinst? Hatte doch nur noch 1 Reichweite. Ich glaube aber nur, nicht der Speer. Rechts. Stoßen. Ah, aber das macht gar keinen Schaden. Nee, okay. Damit würde ich versuchen, sie da hinten wegzuballern. Das okay, ja, Ziel, ja, ne? Ja, verstehe ich. Gebet? Nee, wir machen eine konventionelle Speerattacke. Jo. Als auch sogenannte. Alter! Hey. Mann! Jetzt pennt er. Ja, genau! Shit! Oh, boah, 5 auch direkt. Krass. Ja, das Dumme war einfach der eine Fehler da. Ja, klar. Aber ist ja auch okay. So, und ihn kann ich jetzt aber wieder kicken oder nur stoßen? Was war denn nochmal das? Ich hau ihm eine rein. Ja, aber das geht nicht, das ist noch im Cooldown. Das ist immer noch im Cooldown, ja. Aber jetzt checkt man schon. Ja, ja. Man checkt schon schnell. Das ist wirklich eben langsam, kommt man rein. Können wir den jetzt kaufen? So, okay. Nee, immer noch nicht. Weil du musst auch die Runde abwarten, dann sammelst du das. Achso, ja, Nina. Aber ich schließe mir das auch nur. Ja, aber ist ja gut. Tut so wie, naja, hast du ja einen halben Tag mit der Entwicklerin geredet. Nee, das glaube ich nicht. Daher kommt es ja auch schon ein halbes Jahr her, dass wir so lange was merken. Ja, tatsächlich scheitert es daran am meisten. So, ich habe den Hasen jetzt mal weggeschoben, das konnte ich nämlich gerade. Ja. Bleibe hier einfach mal, habe ich noch 2 Felder weg. Und falls ich gleich jemanden vor mich summonen kann. Nee, geh lieber nicht nach links, weil dann kann nee, dann einen stoßen oder so. Schlag den doch einfach. Kann ich den nochmal schlagen jetzt? Nee, ich würde die Runde beenden. Und dann Hä? Wieso ist das ein Hasen? Ich hab's nicht verstanden. Oh mein ich Gott. Hab's auch nicht gecheckt. Ich hab's gerade du bist wahrscheinlich tot jetzt. Ja. Was? Was ist das für ein Schwamm? Und die Tinte haben wir auch nicht bekommen. Ja, das war natürlich die dümmste, wenn du damit anfängst, deinen eigenen stärksten Kämpfer in die Schlucht zu werfen aus Dummheit. Oh, es hat schon apokalyptisches Feuer. Ja, das war's jetzt aber. Ja, pass mal auf. Ich krieg keine Tinte mehr. Doch, jetzt kriege ich noch Tinte. Es gibt Tinte. Es gibt doch bestimmt Standard-Tinte. Okay. Das war Anfang vom Ende. Okay, alles klar. Ach, das wird von. Ach, man zäunt. Das wird das eingezäunt. Ah, okay. Ah. Finde ich gut. Das ist Hull and Death-mäßig. Ja. Immer noch nicht. So, können wir jetzt endlich stoßen. Du kannst tappen jetzt wieder. Ja. Jetzt wieder den das muss ich jetzt auch machen. Also, rückhauen. Ja. Er ist tot auch. Boah, ich dachte kurz, du haust dich selber. Lohnt es sich jetzt? Ne, der Hase kommt in jedem Fall zu mir, ne? Kannst du dich selber verschieben auf den Tintenfleck? Ja. Auf den größeren nee, nicht, ne? Aber auf den. Doch, warum nicht? Das ist dieses Bizarre. Guck mal, das ist komisch, ja. Das geht nicht, wenn du A drückst?
Wie kann ich ihn denn jetzt, wenn ich jetzt A drücke, dann geht er jetzt einen Schritt nach rechts. Genau, ja. Aber da ist ja ein Tintenflex. Ja, gut. Das hast du recht. Das ist auf jeden Fall gut. So. Ja, und jetzt kann ich nur noch pennen und hoffen, dass es zumindest die Runde noch überstehe. Ja. Danach mit Todeshasen. Ich frag mich, ob man den Zug beenden kann, ohne zu schlafen. Weißt du, was ich meine? Dass er nicht direkt außer Gefecht ist? So. Jetzt kannst du wieder. Jetzt habe ich. Oh, ja, ja. Jetzt dann Hundi. Kobold hinwerfen. Wir kriegen das noch hin. Aber du bist schon mal besser positioniert als deine Gegnerin. Ich nutze Hinweise. Ab jetzt denken sie, wir sind dumm. Nein, ich brauche keine Tooltip-Funktion. So, das ist die Tooltip-Funktion hier. Die so langsam leider ist. Das finde ich auch aber geil. Jetzt, ja. Das sind die Punkte, wo hier ich dann in Spielen aber auch gerne mal aussteige, weil ich erschlagen werde mit Informationen. Hier wirst du erschlagen. Ja, es sind viele. Ja. Aber eben bei dem Spiel mit dem Showrunner, was witzigerweise Showrunner hieß, da war das für dich alles fein. Nee, das fand ich auch. Ich weiß aber, was du meinst, ja. Aber das ist, glaube ich, so, du kommst durch Spielen sicherlich rein. Ja. Und hast hier die Chance. So, ich zeige dir jetzt. Kann man noch was nachgucken währenddessen. Und er stellt sich direkt dahin, damit er die Tinte aufsaugt. Nice. Direkt rein in den Rücken. Ist ja schön, wenn er auch direkt ziehen und töten dürfte. Darf er nicht? Nee, darf er nicht. Kann ich den denn hier? Ich guck mal. Safe? Ab ins Feuer, ja, why not? Ich versteh's nur gerade nicht, weil der Pfeil war doch gerade von. Ja, ich habe ihn auch genau andersrum gesehen. Aber geh mal bei RB, schalte nochmal durch, was danach noch kommt. Nach dem Schlafen. Gibt's noch eine Seite sozusagen? Nee, okay, das wollte ich nochmal einmal checken. Komisch. Okay. Ach so, das musste ich machen, damit ich ihn jetzt dahin schiebe, als Vorbedingung. Ihr wisst, was ich vielleicht sagen will. Ach so, weil der Platz nicht frei war. Ja, ich schiebe ihn jetzt mal dahin. Okay. Das hat mich nur gewundert, weil das war anders. Ach so. Ja, gleich wirst du nämlich, liebe Hildegard. Oh, shit. Ich frage mich, ob man sie auch irgendwie blockieren kann, aber wenn... Ja, wenn man sie selber wegschieben kann. Ja, sie kann uns ja auch abhanden wegschieben. So, das kriegen wir noch hin. Alles gut, ich bin noch voll im Plan. 4, können wir damit noch einen kaufen? Was hat denn der andere gekostet? So. Ach du Scheiße, ey. Ey, das kann man aber super gut zusammenspielen, ne? Wir können uns hier auch beraten und so, das ist schon ganz witzig. Also, ich würde jetzt da hingehen und den hauen. Weil den Hasen würde ich doch, das müsste doch jetzt klappen. Pass mal auf, ich gehe jetzt mal auf ihn. Ah nee, mit 5. Kann ich denn, ich kann doch jetzt... Aber wenn du von dem Tintenfleck weggehst, hol ich dir keine... Ich würde ihn jetzt gerne, ich konnte doch eben auch schubsen. Ich will ihn ja gar nicht... Was, also das war... Schubsen war aber nicht Godfrey, sondern der Hund dann. Genau. Naja, was, mach mal. Aber der zieht ja jetzt doch wieder dahin, oder? Nee. Schubst er den jetzt dahin? Achso, nee, warte mal. Ja... Ihr seht doch auch, dass er müsste ihn jetzt nehmen und ein Feld den nach Hasen links stellen, oder? Auch vermuten. Ja. Dann probieren wir das doch mal aus. Ja. Ach da. Oha, also. Er hat's wirklich gemacht. Tap ihn doch noch, dass er noch genau. kriegt. Dann kriegen wir ihn vielleicht dead. Er hat natürlich 11 von 11, das wird wahrscheinlich schwierig. So, ja, aber Hund und? Ja, ich tap ihn erstmal, damit der Hund noch dahin ziehen kann. Ja. So. Ich mag Geruch an so. Ich find's so brutal. Okay, jetzt ist immer noch Godfrey dran und könnte sich jetzt... Nee, ich könnte den Hund jetzt zurückbewegen dahin. Ah ja, das wäre eigentlich tausch klar, mal mit oder? Hund, tausch mal mit Hund. Dann bist du auf dem Tintenfleck und der Hund kann direkt auch Moment, tragen. Wen soll ich jetzt tauschen? Godfrey mit Hund, ach mit so, deinem. Achso, ich hätte gedacht, den Hund auf das lilane Feld zwischen den beiden. Hätte ich jetzt auch gedacht, damit er gleich zuschlagen kann. Aber das kann er ja doch auch so, also ob er es jetzt so oder so macht, ist glaube ich egal. Achso, das stimmt, der kann... Ja, es ist halt nur Hauptsache, dass einer auf diesem Tintenfleck steht, meine ich, damit wir wieder Tinte sammeln. Genau, das stimmt. Weil wenn wir jetzt nur den... Nicht so. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich den jetzt switche, das weiß ich nicht. Er zieht doch jetzt auf das blaue Feld. Ja. Das wäre doch jetzt der Move, den er macht. Ja, wahrscheinlich. Ach so, man kann nicht nur einen. Ach so, man und kann ich muss jetzt seinen Zug beenden. Der kann jetzt da stehen bleiben. Ja, ja, du hast recht, du musst seinen Zug beenden. Ich kann den Hund offensichtlich noch näher dran schieben, was natürlich Quatsch ist. Weil er soll im Zweifelsfall im Fegefeuer sterben, das gleich kommt. Wenn der Hund. Also, ich glaube, ich wechsle jetzt auf. Ich schlafe jetzt. Ich glaube, ich würde beide stehen lassen. Weil mit dem Hund holst du dir die Tinte und der andere ist im Fegefeuer ja eh tot. Aber der darf vorher nochmal ziehen. Darf er nochmal ziehen? Der ist nach mir dran. Ich bin gerade durfte gerade. Dann würde ich Godfrey raus. Ach nee, da hinten ist ja auch noch ein Hase. Ich lasse jetzt mal hier stehen. Da ist ja auch noch ein Hase. Woher weißt du, dass der noch mal? Warte mal. Hä? Nee, er soll jetzt. Okay, ich lasse ihn jetzt pennen, ne? In der Hoffnung, dass der Hund. Siehst du, jetzt kommt er da nicht? Ja, ich dachte, der kann nicht mehr. Ja, wir sind tot. Okay, weil wir einfach, ist natürlich dumm. Aber wenn wir nach rechts gezogen wären, wäre der andere. Aber das hätte ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass der Move direkt dann von dem Hasen ausgeführt werden kann.
Ich dachte noch, vielleicht können wir den Hund noch dazwischen setzen, damit das nicht passieren kann. Aber ich war mir halt auch nicht so sicher, ob überhaupt der Hase jetzt die Aktion ausführen kann. Die Zugreihenfolge war mir gar nicht klar. Ob erst mein Team komplett offensichtlich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Erfahrungsding. Weil das hat der Spieler auch bisher, finde ich, nicht so glasklar gesagt. Das muss man wahrscheinlich ein paar Mal erleben, um so ein bisschen Learning by Doing zu checken. Aber das Timing hätte nicht besser sein können. Ja, wirklich. Und du hättest natürlich diese Runde auch gewonnen, wenn der Fauxpas mit dem Hund am Anfang nicht passiert wäre. Ich glaube, die Runde war darauf angelegt, gewonnen zu werden. Und wenn du diesen Fehler machst, den ich gemacht habe, bewusst natürlich auch, um die Spannung auch ein bisschen hochzuhalten, na klar. Dann wäre das sicherlich nicht passiert. Dann hätte ich mit Pfeil und Bogen also wirklich... So. Aber ey, das ist ja das Schöne an Videospielen, man scheitert ja auch manchmal, um daraus zu lernen, um dann danach am besten zu gewinnen und gute Runden abzuschließen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich konnte lange nicht mehr so mein ich tue so, als würde ich kompetent mitwirken Gesicht ausprobieren, wie in diesem Format und diesem Spiel vor allem, weil ihr habt manchmal Sachen gesagt, da braucht ihr noch zum Verarbeiten und dachte, ja, schlau, schlau. Aber selber hätte ich das nicht sagen können. Also man muss schon auch ein bisschen drin sein in so einer Denke. Und das, ich weiß nicht, ist mir irgendwie zu... Ich fange einfach mal ganz kurz an, weil ich diesen mittleren Daumen gebe, aber auch mit sehr viel subjektivem mit drin, weil mir ist es einfach persönlich ein bisschen zu trocken. Ne? Ihr wisst es alle, ich stehe auch auf den gepflegten Partikeleffekt und die Explosion, die habe ich hier natürlich nicht. Den Stil finde ich zwar wunderschön, ich glaube, ich würde jemandem, der das gut kann oder so, in einem Stream auch länger dabei zugucken. Ich weiß allerdings nicht, ob ich super lange selber spielen würde, aber ich denke schon, dass das seine Leute findet und dass sie vor allem mit der Basis, die glaube ich jetzt schon ziemlich rund zu sein scheint, dann noch mit einem Jahr Early Access da noch ordentlich ein Spiel draus basteln können, was, glaube ich, viele, die sowas eh mögen, begeistern wird. Wie seht ihr das Ganze? Also ich würde mal ich gebe tatsächlich hier mal den Daumen hoch. Stark. Weil ich mag grundsätzlich diese Art von Spiele. Ja. Es ist halt wirklich so rundenbasierte Taktik und es hatte anscheinend so ein bisschen Spielbrett-Flair auch. Mhm. Weil du hast jetzt erstmal nur die Ebene da unten. Vielleicht bleibt es auch dabei. Nee. Und es geht wirklich, es gibt noch mehr dann, okay. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das total cool ist. Ich habe jetzt natürlich am Anfang einfach, wie wir alle so ein bisschen gestruggelt mit der Kombination, liest man, wie viel liest man, es dann irgendwie anwenden und umsetzen. Aber ich glaube, wenn das richtig gut funktioniert, ich mag das. Und ich mag es, mich dann auch einlesen, dieses Gefühl zu haben, ich kriege jetzt hier +2 versus eine Runde länger warten und dann dafür mit doppelter Power so dieses leicht mathematische, was ja eben auch in so Spielen wie Advance Wars, auch wenn das ganz anders ist, auch so ein bisschen angelegt ist, positionieren, warten, zack, sparen versus direkt zuschlagen. Und ich finde diesen Stil, ich weiß noch nicht, ob ich es cool finde, oder ob, aber es ist auch immer was Frisches, was Eigenes. Das stimmt. Von der gesamten Präsentation. Und das ist prinzipiell, ist das schon mein Genre. Also, ich finde es sehr vielversprechend, auch wenn meine Leistung dem nicht Rechnung getragen hat gerade. Es war aber auch noch die Lernzeit. Muss man fairerweise sagen, der darf man auch Fehler machen. Janina, wie siehst du das Ganze? Also gerade auch, weil du gerade den Begriff mit diesen +2 und diesen Werten und so genannt hast, das macht zum Beispiel das Spiel deutlich besser als das erste, weil du weißt genau, okay, das sind die Werte genau dafür, die das machen. Und ich gebe auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich habe sehr Bock auf das Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das streamen werde, auch auf meinen YouTube-Kanal bringen werde. Ich habe da Bock drauf, ich finde das cool. Ich mochte es mich jetzt schon, ich hoffe, es war nicht zu nervig, aber ich mochte es mich jetzt schon so mit reinzudenken und irgendwie so mitzumachen, weil das auf jeden Fall eine Art Spiel ist, die ich gerne mag. Und ich finde, die haben es cool umgesetzt. Da bin ich dabei. It's fresh. Ja, ich glaube, ich hätte auch total Bock, das mit so Leuten wie euch beiden länger zu spielen, weil ich war sehr davon überrascht, dass man das sehr gut zusammenspielen kann und sich beraten kann. Und ich glaube, wenn alle in dem Spiel drin sind und man auch in späteren Level ist, wo es wirklich knackig wird, dann hat es bestimmt auch mal Dynamiken wie beim Schach, dass es eben 20 verschiedene Züge jetzt vielleicht gäbe. Zumindest und 20 verschiedene Meinungen, was das Beste ich wollte aber auch, ist. Das ist nicht vielleicht auch der Spaß vor dem Fernseher? Das alte Lagerfeuergefühl mit Videospielen sozusagen. Haben wir bei HeroQuest auch gedacht. Stimmt. Und dann bist du, bevor du überhaupt in den Dungeon gegangen bist, fängst du an zu diskutieren über Dinge, die passieren könnten. Oh ja. Also so viel dazu. Nein, aber ich bin da bei dir. Ich konnte es gerade auch nicht umsetzen, deswegen war so, die Tipps waren super. Ich habe auch gedacht, ja, stimmt, könnte ich tun, wenn ich jetzt nur wüsste, welche Taste ich jetzt wo. Ups, fällt er in den Abgrund. Ja, aber es ist so. Es ist auf jeden Fall, du hast ja keinen Zeitdruck, du kannst dir das genau überlegen und auch versuchen, sowas auf Perfektion zu spielen. Ne? Bestimmt mit ganz wenig Zügen, ganz wenig Health-Einbuße und so, richtig so überlegen ranzugehen. Und natürlich auch wieder Handheld prädestiniert, beziehungsweise deswegen haben wir auch eben mal geguckt, ob es, oder das können wir mal auch parallel kurz gucken, ob es für Touchgeräte auch rauskommt, weil ich
finde, es wirkte prädestiniert dafür. Switch auf jeden Fall, ja. Ja, Switch, ja, ist ja schon mal gut. Okay, hier ist super viel, too much information. Hier, das ist die wunderschöne Entwickler-Website. Und die haben bisher auch nur das gemacht. Mhm. Aber was ich mit euch noch gucken wollte, was sagen die selber? Wie lange planen sie diesen Early Access? Die Frage wird hier nämlich eigentlich immer beantwortet. Und die sagen, etwa ein Jahr. Das ist auch der ziemliche Standard. Meistens dauert es dann 3 Jahre so. Aber nur damit man ja, es ist wirklich so. Die meisten Sachen sind so ein paar Jährchen im Early Access und nicht nur dieses geplante Jahr. Aber das ist auch, finde ich, völlig okay. Man weiß eh, worauf man sich einlässt. Und zwar eben auf was, was man versprechen hat, wo man aber wissen muss, das wird nicht immer eingehalten. Und die guten Entwickler, die stellen einem auch direkt eine kleine Roadmap, zumindest für die nächsten Monate oder Quartale, zur Verfügung. Geil, ja. Und gut, diese Roadmap finde ich jetzt relativ sparsam. Dass Balancing-Updates kommen, das erwarte ich fast schon auch bei einem fertigen Spiel, dass da noch dran gearbeitet wird. Und dass da vielleicht noch weitere kleine Einheiten quasi gezeichnet werden, finde ich eigentlich auch ein No-Brainer. Auf der anderen Seite, es ist gerade erst losgegangen. Wie gesagt, Leute, die Spiele sind aus dem Januar. Da kann also noch viel kommen. Wenn euch das interessiert und ihr das spielt, verfolgt einfach gerne diese Entwicklerfortschritte, weil in der Regel wird bei Early Access ganz gut kommuniziert. Und es ist aber auch schon immer ein Warnzeichen, wenn das nicht passiert. Ja, ich würde als Pro-Tipp schon mal direkt mitgeben, weniger Zeit in die Full-Motion-Videosequenzen stecken und mehr ins Spiel selbst. Stimmt, ja. Also einfach nur so aus. Das hat doch noch gar nicht, was hat dir denn gefehlt im Spiel? Das noch. Weiß ich noch nicht, aber ja, ich werde was finden. für dich kam das einfach nur wie ein Diss rüber, ne? So von der. Nein, ich weiß. Ja. Nein, aber. Nee, cool. Also ja, interessant. Schönes Ding. Was wir aus diesem Format machen wollen und sollten, das könnt ihr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, denn dies war ja nur die erste Episode. Und vielleicht fällt euch schon einiges auf, was wir irgendwie verbessern sollten in Zukunft. Vielleicht sagt ihr weniger Zeit pro Spiel, dafür mehr Spiele oder genau andersrum. Haut bitte diese Meinung sehr gern in die Kommentare. Und so Spieler. Dankt euch an der gleichen Stelle doch auch bei meinen lieben Gästen, die heute ganz fantastisch mit mir tolle Stimmung in diese erste Episode gebracht haben. Findet ihr, ihr seid so du hier, braucht ihr eine Let's Play-Reihe oder so? Könntet ihr mal versuchen? Ja, ihr könnt mehr Let's Play rein, bitte. Das wäre doch ganz gut. Noch mehr Let's Play. Ja, genau. Auf dem Rocket Beans Let's Play-Channel schauen, ob da solche Reihen vielleicht schon zu finden sind. Aber Walle, vielen Dank dir, weil ich würde auch mal ganz kurz feedbacken. Ich finde, ich hatte Spaß. Irgendwie ist das cool, sozusagen. Ich hatte Spaß. Naja, weil ich möchte auch mal jetzt ein bisschen hier Positive Energy und so mit reinbringen. Ich habe so das Gefühl, es gibt so eine Front, da kommt so ein bisschen schwierig rum. Bestens drauf. Hab das sehr genossen mit euch. Anscheinend hast du das anders wahrgenommen. Ich finde, ich war auch gut drauf. Ich sage meiner Wahrnehmung. Aber ich finde, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Format. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn es euch irgendwie auch gefällt, weil es ist cool. Es ist ja auch irgendwie, wir wussten ja bewusst nicht, was uns gezeigt wird und so. Es wurde bewusst gesagt, bitte nicht, keine Einarbeitungszeit. Wir werden euch einfach was vorsetzen. Und irgendwie war das cool. Der erste Eindruck von euch beiden sollte nämlich authentisch sein, noch ganz, ganz frisch. Ja. Ich habe es mir natürlich angeguckt und das möchte ich auch als letztes noch sagen. Ich habe natürlich eine Vorauswahl getroffen. Es sind ungefähr 20, 30 Early Access Spiele gestartet im Januar. Wow. Und die können wir, egal wie lange wir das Format machen, niemals alle abbilden. Und deswegen fand ich es sinnvoll, eine Vorauswahl zu treffen. Und habe mir dabei aber ein bisschen Mühe gegeben, nicht nur die eh schon klar auf Steam am best bewertetsten, weil nach der Logik kann auch jeder eh jetzt schon selber gucken, was hole ich mir da, sondern auch vielleicht einfach ein paar Titel, die, ne, das hat nur größtenteils positiv, da fand ich interessant, was haben denn Leute aber auch daran nicht so gut gefunden. Und wir wollen vielleicht auch mal eine Gurke dabei haben, weil ich muss sagen, den größten Fun-Faktor hatte ich als Zuschauer auf jeden Fall schon hier bei dieser Maus- und Tastatur-Nummer. Und das lag aber auch ein bisschen am Spiel. Auch die Nummer mit den Zombies und so, wie was da passiert ist mit dem Glitch und so, das war alles lustig. Und dafür braucht man vielleicht auch manchmal eine Gurke. So, Leute, das war die erste Episode. Jetzt habe ich viel zum Schluss noch geredet, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir hier ein kleines neues Let's Play-Projekt eben ausprobieren. Schreibt, wie gesagt, alle eure Gedanken in die Kommentare. Bevor du abmoderierst, tut mir leid, ich muss immer reinstellen, weil du bist so voll am Double, du weißt nicht, wie ich da reinstellen soll. Wir haben am Anfang 5 Spiele vorgestellt bekommen und 2 haben wir rausgewordet, dass wir keinen Bock darauf auf der Sendung haben. Willst du die noch nennen? Ja, die will ich zumindest doch genau. Das sind quasi jetzt die Honorable Mentions. Was? Die habt ihr rausgewählt? Ja, genau. Ich bin bescheuert. Wie die Kommentare, ja. Luis. Es sind Kommentare. Wilderness, da habe ich ein bisschen die Empfehlung gegeben, dass wir das nicht unbedingt zeigen müssten. Ich habe es mir relativ, ich glaube, ich habe es mir eine Stunde oder so nur angeschaut. Und zwar ist das ein prozedural generiertes Spiel, was durchaus einen schönen Stil hat, auch tolle Musikwahl und so.
aber mehr hat's noch nicht. Mhm. Also es hat, du kannst reiten und laufen und fliegen und aber man kann nichts sammeln. Es gibt Dungeons, aber da ist nichts drin. Also ich glaube, was ist Ziel des Spiels? Es ist sozusagen der Korpus ist im Early Access und da könnten Leute jetzt in die Kommentare schreiben, ich hätte gern folgendes Spiel. Ich hätte gerne eine Spinne in der Höhle. Irgendwie so. Dafür müsste man kämpfen können. Alles klar. Okay, weil man kann eine Attacke machen, die braucht man aber noch nicht. Was kostet das gerade? Das kostet $1,000. Ganze 5 Euro, also ist tatsächlich noch nicht so teuer. Also, aber mir, ich muss sagen, die prozedurale Basis war beeindruckend. Aus technischer Sicht habe ich es geliebt und ich habe ungelogen noch nie ein Spiel mit so vielen Grafikoptionen gesehen. Mhm. Und deswegen habe ich eine Stunde nur in den Optionen verbracht. Okay. Also wer sowas liebt, kleine Empfehlung geht auch dafür raus. Und letztes Spiel, was wir rausgevotet haben, ist tatsächlich, gebt mir diese Sekunde noch. Ich habe mich hier verdrückt. Alles vergessen. Alles vergessen. Ich hätte ich sehr gerne drin gehabt, du hast es rausgeworfen. Ich hab's Nee, Janina. Wo hättest du es gerne drin gehabt? Weiß nicht mehr, was es war. Ich wollte gerade sagen, wieso kommunizierst du nicht mit mir? Wollt ihr ein bisschen Bristol reinbringen nochmal? Stimmt. Nein, Pioneers, das hätte ich total gerne gesehen. Kommuniziert doch mit mir. Nein, ich war nur ein Joke. Ich hab's rausgeworfen, ich sage, ich gib's zu. Ich hätte gern gespielt. So eine schöne, trockene Weltraumsimulation. Das ist Bullshit. Wir müssen lernen, besser miteinander zu kommunizieren. Du musst mir deine Bedürfnisse mitteilen. Ja, das kann ich nicht. Kann ich die nicht ablesen. Mich lieber hinterher. Und auch erst, nachdem du mich 10-mal gefragt hast. So. Ja, toll. Oh, wir machen so ein Hobby-Therapie-Gespräch mit uns. Genau, wäre doch ein ganz anderes Genre gewesen. Surviving Desolation ist ihr steuert eine kleine Crew aus Leuten, hier unten sieht man die kann man so per Rechtsklick Baldur's Gate-mäßig so durch die Gegend kommandieren und stürzt mit seinem Raumschiff ab, baut so eine Station und muss auch Rimworld technisch am Ende als großes Ziel, habe ich verstanden, muss man das Raumschiff, womit man abgestürzt ist, wieder flott machen, um den Mond, ich glaube Io war es, wieder zu verlassen. Recht generischer Grundausgang, aber mir hat das bisschen, was ich gesehen habe, schon sehr gut einen Eindruck vermittelt, technisch erste Sahne, aber auch dieses Spiel, da ist noch nicht viel drin. Ich habe, wie lange habe ich gespielt? 2,1 Stunden und ich würde behaupten, ich habe so ziemlich alles gemacht. Wow. Also nicht alles gemacht, aber alles gesehen, was ich jetzt noch machen könnte. Und ich glaube, in ein paar weiteren Stunden wäre meine Base fertig und ich wäre kurz vor Start. Ist natürlich jetzt auch erstmal nur eine Behauptung. Was ich damit sagen will, ich glaube, es ist eine fantastische Basis. Also wirklich, die haben jetzt schon ein gutes Grundgerüst. Und wenn sie jetzt einfach hinkriegen, Monat für Monat das mit Inhalten zu füllen, neue Module, das erste Update soll zum Beispiel ein Vehicle sein. Das fehlt dir direkt, wie langsam diese Dullis laufen, nervt einen sofort und so. Aber das haben sie auch auf ihrer Roadmap schon drauf. Deswegen, wer solche Spiele mag, guckt's euch an. Und ihr seht auch hier größtenteils positiv. Was letzte Preis? Letzter Preis ist an der Stelle tatsächlich 30 Euro. Das ist auch das absolut teuerste Spiel auf unserer Liste. Schon krass, Ist aber auch bisher das am spieligsten. Ja, das weiteste sozusagen. Das weiteste, danke, Okay. Das spieligste. Ja, das spieligste Spiel ist es. Ja, Leute, das war unsere erste Ausgabe Early Access, Tops oder Flops. Ich hoffe, wir sehen euch da draußen auch wieder am Anfang des nächsten Monats, März. Und ich hoffe, ihr seht uns dann auch, aber nächstes Mal mit einer anderen Besetzung. Vielen Dank, Colin und Janina, euch noch einen wunderschönen Tag und Ciao. Tschüss. Colin, das diskutieren wir jetzt aus. Jetzt hau doch mal.